Was für ein langer Tag. Ich kann es kaum erwarten, einzuschlafen. Muss es mir nur noch bequem machen. Vielleicht, wenn ich mich umdrehe? Das ist zu hell. Ich will doch nur schlafen. So, das ist besser. Warum ist dieses Kissen nur so unbequem? Das ist doch lächerlich. Hasst mich denn die ganze Welt? Dann strecke ich halt ein Bein raus. Das wird mich abkühlen. Aber was ist mit dem Monster unterm Bett? Mein Bein bleibt doch lieber drin. Ich glaube, ich werde heute gar nicht gut schlafen. Und natürlich, jetzt ist mir kalt. Vielleicht diese Position? Oder so? Diese Nacht ist die schlimmste! Was ist los? Warum schreist du? Hey, ein Ei! Das bringt mich auf eine tolle Idee! Ich starte mit einer Handyhülle und einer Klebepistole. Ich zeichne einen Kreis mit Kleber in die Mitte. Und jetzt lackiere ich ihn mit weißem Nagellack. Gut, und jetzt lasse ich ihn trocknen. Als nächstes brauche ich einen gelben Ballon. Einfach die Spitze abschneiden. Und dann stecke ich einen Ball aus Schleim rein. Ganz genau so. Und jetzt auf die Hülle damit. Wie knautschig. So, sieht aus wie ein Ei auf meiner Handyhülle. Oh, das Knautschen ist so entspannend. Wow, jetzt werde ich schön müde. Ah ja, immer wieder erstaunlich, was sie alles können. Ha? Was ist denn da drüben los? Oh, wie sehe ich denn aus? Naja, hallo? Nicht so schnell. Gibt es irgendwas, das du mir sagen möchtest? Aha! Da ist es. Es sind keine Handys erlaubt, weißt du noch? Na schön. Dankeschön. Und jetzt zu deinen Haaren. Wie unverschämt. Es sei denn... Natürlich. Ich bin gleich zurück. Du willst dein Handy verstecken? Nimm Knete und drück sie an die Seite der Bürste. Und das jetzt immer so weiter an der Kante entlang. So versteckst du den Rand deines Handys. Jetzt sieht das aus wie der Rücken der Bürste. Der Griff ist auch richtig cool. Ich bin hübsch und ein Genie. Viel besser, oder? Darf ich mal? Oh, dieser Spiegel ist so lebensecht. Wie konnte ich das nicht bemerken? Hier, die kannst du behalten. Okay, und jetzt rein mit dir. Falltreffer! Oh, hab ich gut geschlafen. Ich mach mich mal besser fertig. Ich putze mir zuerst die Zähne. Oh, Oma hat wieder die ganze Zahnpasta verbraucht. Zum Glück haben wir mehr. Und jetzt warte ich. Ich verstecke mich und erwische sie auf frischer Tat. Die Wanne ist der perfekte Ort. Aber ich muss still sein. Ich glaube, ich höre sie. Oh, mein Atem ist schlimm. Was habe ich denn gegessen? Da kommt sie. Ich putze mir mal lieber die Zähne. Sie ist so langsam. Solange ich warte, kann ich auch etwas Spaß haben. Gleich da. Nur noch ein paar Schritte. Da bin ich. Dann schrubbe ich mal meine Beißerchen. Und wo ist die Zahnpasta? Aha. Ein bisschen drücken, noch ein bisschen mehr. Erwischt. Ich meine, ja, Schatz. Stimmt etwas nicht? Gib mir die Zahnpasta. Du solltest diesen Zahnpastaspender nutzen. Die Tube kommt da oben rein. Dann kommt der Spender an die Wand. Wenn du den Hebel drückst, kommt genau die richtige Menge Zahnpasta raus, siehst du? Was
Was für ein praktisches kleines Gerät. Bei der Prüfung wird nicht geschummelt. Was ist das? Wie ist das denn da hingekommen? Ich war überzeugt, das würde klappen. Okay, Stacy, du bist die Nächste. Ich brauche noch eine Minute. Die Lehrerin darf mein Handy nicht finden. Aber wie kriege ich es ins Klassenzimmer? Oh, Grace, du schummelst nicht, oder? Ich? Nein, niemals. Warte, ich habe eine Idee. Dafür brauche ich nur Grace Latschen. Hab sie, das perfekte Verbrechen. Und nun muss ich ein paar Anpassungen vornehmen. Ein Schnitt hier und hier noch einer. Das sollte gehen. Und nun kann ich mein Handy in die Sohle schieben und niemand wird's merken. Rein mit dir, Grace. Ich hoffe, das klappt. Ganz normal verhalten. Scheint alles in Ordnung zu sein. Ich finde keinerlei Hinweise auf Betrug. Ich bin überrascht. Ich dachte, Stacy würde schummeln. Naja. Hi, Mister. Rein mit dir. Das ist total super. Ah, cool, ich hab's pünktlich geschafft. Hi, Matthew. Emily. Jetzt ist die Gelegenheit. Warte, was hat sie da? Sie hat das Plüschtier schon? Wie unwahrscheinlich ist das denn? Was schenke ich ihr denn jetzt? Die Kopfhörer? Oh ja. Ich muss nur noch ein paar Dinge erledigen. Sicherheit geht vor. Wird schon schief gehen. Uff, ouch. Ihr habt immer noch am Purzeln. Das war ein harter Ritt. Aber ich habe etwas Wichtiges zu tun. Sauberer Arbeitsplatz, bitte. Was ist besser als ein Geschenk? Ein personalisiertes natürlich. Und das wird garantiert einzigartig. Ich muss nur die weiße Fläche bedecken. Okay, das ist gut. Und jetzt zeichne ich das Bild nach. Gut, dass ich jede Menge Blau habe. Das ist ja auch ihre Lieblingsfarbe. Jetzt zu den Details. Das sieht doch schon gut aus, oder? Die weißen Partien nicht vergessen. Die sind genauso wichtig. Perfekt. Jetzt noch ein paar Details. Und ich bin fast fertig. Total süß. Aber, ha, noch eine Sache. Die richtige Platzierung macht ihn lebendig. Ist das nicht cool? Versuchen wir es nochmal. Hey, das ist für dich. Wie cool. Das passt perfekt zu meinem Kumpel. Wo hast du das denn gefunden? Oh, was? Fast vergessen. Ich habe auch ein Geschenk für dich. Gefällt's dir? Okay, jetzt die Umarmung. Ich find's gut, mit dir Bestie zu sein. Wir sind alles durchgegangen, also gibt es keinen Grund zu versagen. Nicht versagen, kapiert. Mir ist so langweilig. Ich kann kaum meine Augen offen halten. Emily, das ist voll eklig. Es wird Zeit für den Test. Ich möchte, dass ihr alle Aufgaben löst. Ein Test! Juhu! Hier sind eure Blätter. Boah, ist das aufregend. Ich möchte gleich anfangen. Oh, sorry, ich mag Tests einfach. Hier, das ist für dich. Ja, danke. Das könnte knifflig werden. Ich habe mich voll erschreckt. Sorry, ich mach später mit meinen Nägeln weiter. Aber ihr fahrt fort. Na toll. Mit dem kann ich nicht mehr schreiben. Hey Stacy, hast du noch einen Stift? Bitte, ich brauche einen. Ich hab nur den hier, sorry. Oh, okay. Warte, ich hab eine Idee. Bekomme ich deinen Stift ganz kurz? Okay, aber den will ich wieder haben. Ich weiß, was ich mache. Ich bin genial. Ich lege den Bleistift auf ein Stück Papier und dann rolle ich es ein. Das Blatt muss schön eng gewickelt werden. Bevor ich das Ende erreicht habe, fahre ich mit dem Klebestift über den Rand. Dann rolle ich das Ende auf. Ich muss darauf achten, dass es klebt und dann ziehe ich Stacys Stift raus. Dann stecke ich einen Trinkhalm in die Papierröhre und verschließe das Ende mit dem Kleber. Dann kommt mein Stift ins andere Ende. Das ist ein optimierter Bleistift. Damit sollte es gehen. Danke, Stacy. Klar, aber was habe ich denn da gerade gesehen? Das klappt. Ich bin froh, dass mir das eingefallen ist. Das geht echt gut. Oh, da kommt Matthew. Hey. Du bist zu spät. Setz dich.
Sorry, hat eine Weile gedauert, bis meine Frisur perfekt war. Oh, das sieht so gut aus. Diese Windmaschine ist das Beste, was ich je gekauft habe. Wow, schau die nur an. Ich sehe wirklich gut aus. Ja, ja, das tust du. Ich glaube, mein Herz ist gerade stehen geblieben. Oh, mein Stift. Ups, ich hoffe, das hat keiner gesehen. Lächeln, Liebes. Lass mich mein Haar richten. Los. Lass uns eins zusammen machen. Das wird gut aussehen. Schauen wir es uns an. Oh, wie hübsch. Oh, ich weiß. Mama? Das wird großartig. Du bist wieder da. Was für ein Tag. Aber ich habe die Fotos. Mama, das hättest du nicht tun müssen. Wir haben doch diesen Mini-Drucker. Ich wähle einfach über die App auf meinem Telefon den Filter aus und dann drucken. Wow, schau dir das an. Das bist du. Was für eine tolle Technologie. Jetzt werde ich es ausprobieren. Ich hab's geschafft. Die sind total witzig. Warte, bis meine Freunde die sehen. Wow, wir sehen toll aus. Es gibt doch nichts Besseres als Chips auf der Couch. Na, warum sind die nur immer so schnell leer? Noch irgendwelche Krümel übrig? Nee. Madison hatte noch richtig viele übrig. Vielleicht willst du teilen? Oh, du bist so gierig, Madison. Und wirklich chaotisch. Oh Mann, die Chips, die stopfen total. Ich glaube, ich höre jetzt besser auf. Kann ich jetzt was abhaben? Spinnst du? Die hebe ich doch für später auf. Oh Mann, der Chipsladen ist jetzt geschlossen. Ich werde später weitermachen. Hey Jen, Finger weg von der Tüte, ja? Madison, Achtung! Oh nee, wie konnte das denn bloß passieren? Oh, ich bin so doof. Naja, ich find's witzig. Oh, du lachst mich immer aus. Aber lass uns mal sehen, wer jetzt lacht. Kann ich das kurz haben? Schau zu und lerne, meine Liebe. Um sicherzugehen, dass deine Tüte geschlossen bleibt, schneide einen Strohhalm auf. Leg ihn beiseite und schnapp dir die Tüte. Nimm nun den zweiten Strohhalm und wickle ihn ein. Bedecke ihn jetzt mit dem Strohhalm, den du gerade geschnitten hast. Heiliger Bimbam! Oh, ich bin ein Genie! Lass uns das mal testen. Ja! Alles sicher verstaut. Oh, wenn ich da nur früher dran gedacht hätte. Ja, es ist genial, aber wie auch immer. Lass uns weiterschauen, okay? Ah, geh weg! Schlag zu! Die starrt mich an! Schlag zu! Ich gebe mein Bestes. Mir bleibt nur eins übrig. Du bist auf dich allein gestellt. Was? Komm zurück! Nee, ich will keinen Ärger mit Spinnen. Taxi! Hoffe, die verfolgt mich nicht. Ah, hier ist es besser. Sonne, Sand, Meer und keine Spinnen. Hä? Netter Versuch, aber wir kümmern uns darum. Oh, muss ich? Warte mal. Den Becher kann ich gebrauchen. Ich mache aus dem einen Spinnenfänger. Ja, das wird reichen. Pass auf. Komm her, Spinne. Hab sie. Die ist ja riesig. Okay, wird Zeit zu verschwinden. Du kannst nicht hier bleiben. Erleuchten wir den Ort. Ah, besser. Lass uns spielen. Brumm, brumm. Hey, Barbie. Hi, Ken. Willst du was unternehmen? Ja, gerne. Oh mein Gott, sie werden sich küssen. Das ist voll romantisch. Oh, rette sich, wer kann. Da ist ein Monster. Ein Monster? Wo? Oh, zerstören. Nimm das. Du kannst mich nicht aufhalten. Jemand muss uns retten. Ken, Puppen und Kinder zuerst. Ich bin voll wütend. Du gehörst mir. Nein, nicht er. Nimm die Blonde. Zerstören, zerstören. Was ist denn hier los? Oh, mickrige Puppen. Ich zerstöre eure Stadt. Puh, ich bin erschöpft. Der Bösewicht zu sein ist anstrengend, aber jemand muss es ja sein. Ich mach Pause. Das denkt auch nur sie.
Nicht so schnell, junge Dame. Hast du nicht was vergessen? Du musst hier aufräumen. Immer hinterlässt du so ein Chaos. Guck dir das an. Na gut, aber glücklich bin ich damit nicht. Oh, das ist ungerecht. Hm, was ist das? Ist wahrscheinlich unwichtig. Was zum... Hast du das gerade nach mir geworfen? So, das war das letzte Auto. Ich bin fertig. Was? Willst du mich verschaukeln? Ist immer noch ein Schweinestall. Räum auf, sofort. Ich dachte, du siehst das nicht. Du kannst echt gemein sein, Mama. Da sind so viele Schnipsel. Ich kann die nicht aufheben. Streng dich an. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich mache einen Querschnitt durch die Schachtel. Jetzt geht sie so auf. Hier schneide ich etwas ab. Genau so. Das Stück kann weg. Ich trage Kleber auf den Limo-Deckel auf und klebe einen Holzstab drauf. Ich habe zwei Löcher in die Seite der Schachtel gemacht und da schiebe ich den Stab durch. Dann habe ich ein Quadrat aus Pappe ausgeschnitten und oben und unten Kleber aufgetragen. Das Teil kommt jetzt in die Schachtel und ich klebe es um den Stab. Ich klebe weitere Quadrate an und schichte sie. Dann mache ich da kleine Schnitte rein. So wird's gehen. Jetzt dekoriere ich die Schachtel. Soll ja auch gut aussehen. Oh, das sieht hübsch aus. Ich bin fertig. Das ist ein Mini-Staubsauger. Der sammelt alle Schnitzel auf. Schau mal, was ich hier habe. Wow, das ist ja cool. Hast du das gemacht? Genau, was ich brauche. Probieren wir es aus. Guck, der sammelt die Schnitzel auf. Mama, das Teil ist voll cool. Okay, ich bin dran. Lass mich nicht im Stich. Funktioniert. Das ist fantastisch. Hat sie nicht, doch? Ja, total, bla bla bla. Oh, ich brauche eine Maniküre. Ich glaub das nicht. Oh. Hä? Oh, hey, Mama. Okay, ich muss los. Ich liebe guten Klatsch. Oh, Mamas Handy. Ich will das. Gleich habe ich's. Oh nein, Finger weg. Fass mein Telefon nicht an. Ah, das ist gut. Jetzt ganz vorsichtig. Husch, weg da. Ich wollte nur einen Keks. Das hat sie mir voll abgekauft. Ich hab's. Wow, ich fühle mich so erwachsen. Wir sollten essen gehen. Ich kenne da einen tollen Ort. Ist schon lange her. Hä? Was macht Meg da? Ja, bring dein Teddy mit. Nein, mein Telefon. Gut gefangen, Mama. Was habe ich gesagt? Mach das nicht nochmal. Warte, ich habe eine Idee. Ich kann diesen Karton nehmen. Ja, das könnte klappen. Ich schneide ein Rechteck aus. Jetzt brauche ich einen Bleistift. Und ich werde künstlerisch. Ich skizziere ein Telefon drauf. Das schneide ich jetzt aus und dann noch zusammenbauen. Ich fange mit diesen Teilen an. Ich trage Kleber auf den Rand auf. Ich brauche nicht viel. Jetzt wickle ich die Pappe drum und klebe die Rückseite an. So weit, so gut. Das mache ich auch mit dem Oberteil. Jetzt verbinde ich beide Teile. Perfekt. Das ist ein Klapphandy, aber so kann das nicht bleiben. Ich muss es dekorieren. Ich male es rosa an. Die Tasten bleiben noch frei. Ich muss nur innerhalb der Linien bleiben. Jetzt zu den Tasten. Die bekommen ein leuchtendes Pink. Ich nehme die gleiche Farbe für den Rand. Ich darf die Oberseite nicht vergessen. Meg wird es gefallen. Sie wird total überrascht sein. Ich male diesen Bereich weiß an. Kein Fleck darf frei bleiben. Ich hätte auch gerne so ein Telefon. Ich bin ein bisschen neidisch. Fast fertig. Es fehlt nur noch der Feinschliff. Hier noch ein bisschen rosa und ein wenig gelb. Und es ist fertig. Als Bildschirm habe ich ein Bild genommen. Oh, Meg, ich habe was für dich. Was sagst du dazu? Was? Wie cool. Das ist fantastisch. Ich muss jetzt telefonieren. Hallo, ist da das Nagelstudio? Hallo? Ah, ja. Ja, ich möchte eine Maniküre buchen. Ja, für meine Tochter und mich. Klingt gut. Perfekt. Amüsierst du dich, mein Schatz? Ja, total, Papa. Auf geht's, Pikachu. Was zum... Papa, ein Vogel hat mich angekackt. Was hast du gesagt? Oh, das hat uns gerade noch gefehlt. Lass mich mal sehen. Papa? Da sind noch mehr. Was machen wir jetzt? Oh! Ich versteck mich hier unten. Nein, ich stehe frei. Ich muss mir was einfallen lassen und zwar schnell. Hey, ein Müllhaufen. Bin gleich wieder da. Mal sehen, was wir hier haben. Ja, damit wird's gehen. Na los, ich darf keine Zeit verlieren. Wow, guck dir das an. Das ist fantastisch. Gefällt mir. Die Vögel kriegen mich nie. Na los, probier's ruhig. Oh, guck sie dir an. Oh nein, ich werde angegriffen. Meg, warte auf mich. Schatz, bitte, bleib stehen. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Süße Träume, mein Schatz. Gute Nacht, Mami. Oh, ist irgendwie unbequem. Oh, Olivia, ich habe auf dich gewartet. Lass uns Spaß haben. Oh, nein, bitte nicht. Oh, Mama, komm schnell. Was ist los, Schatz? Da ist ein Monster im Schrank. Ich werde nachsehen.
Wir sind keine Monster. Bist du sicher? Aber ich hab's gesehen. Es war genau da. Und es war gemein. Warte, was war das? Nicht schon wieder, Mama! Das Monster ist wieder da. Was denn jetzt? Olivia, das haben wir doch eben besprochen. Ich hab solche Angst. Es gibt keine Monster. Die sind nicht echt. Hey, komm her. Ich komm nicht raus. Unter meiner Decke bin ich sicher. Oh, Schatz. Warte, ich weiß, was zu tun ist. Bleib genau hier. Ich brauche zwei große Kartonplatten. Die stelle ich schräg auf und klebe sie zusammen. So bleiben sie stehen. Jetzt brauche ich ein großes Laken. Ich lege es über den Karton. Und ich habe ein Zelt. Es ist noch nicht fertig. Es fehlen noch Lichter. Ich lege die Lichterkette über das Zelt. Und ich mache es noch gemütlich. Der Teppich ist perfekt dafür und der Teddy hält Wache. Er braucht noch seine Kumpels. Hier habe ich Olivias Lieblingsbücher. Sieht schön heimelig aus. Genau, was ich wollte. Puh, ich bin fertig. Olivia, schau mal. Wow, das ist toll. Hast du das für mich gemacht? Danke, Mama. Gute Nacht. Das hat geklappt. Jetzt kann ich mich entspannen. Ich verschwinde lieber. Ich will sie nicht aufwecken. Mucksmäuschen still. Gleich geschafft. Nein. Oh, mein Zeh. Das tut so weh. Ah, Hilfe. Monster. Warte, ich habe mein Handy verloren. Mein. Gib her. Das ist nicht richtig. Oh nein. Nein, was ist los? Mr. Fluffy. Hier, bitte sehr. Warte kurz. Sah er immer so aus? Hey, das ist ziemlich cool. Hello Kitty ist mein Favorit. Sie ist so groß und hat sogar einen Schwanz. Wow, mein ganz eigenes Kätzchen. Hier, du bist jetzt einer von uns. Das ist genau deine Farbe. Schau's dir an. Was? Ich sehe aus wie ein riesiger Pfirsich. Ich dachte, es würde dir gefallen. Oh. Toll. Und was mache ich jetzt? Lass uns einfach unsere Nägel machen. Wenn du willst. Ich liebe es, Maniküre zu bekommen. Es ist so entspannend, weißt du? Wow, so hübsch. Oh. Konntest nicht ganz in der Linie bleiben, ha? Huh? Warum? So kann ich nicht ausgehen. Ich habe auch meine eigenen Nägel gemacht. Ach, egal. Nein, so geht das nicht, Betty. Entfernst du den Nagellack? Hey, ich habe eine Idee. Was? Ja, schau zu und lerne. Hier, schneiden wir den Boden ab. Dann färben wir um diese Öffnung herum. Dekoriere diesen Teil, wie du willst. Ich wähle viele kleine Herzen, siehst du? Jetzt braucht es noch ein Oberteil. Bereit für den besten Teil? Färbe alle deine Nägel. Wir können sie alle unterschiedlich machen. Ich liebe Pink und Lila. So süß. Legen wir sie jetzt alle hier herum. Barbie würde das zu schätzen wissen. Als nächstes nimm ein Stäbchen und wickle einen Schaumstoffstreifen darum. Sobald es sicher ist, füge mehr von deinen Nägeln hinzu. Perfekt. Stecke es nun durch die beiden Löcher. Was denkst du? Steck einfach deine Finger hier rein. So hübsch. Und kein Durcheinander. Anders als meine. Darf ich es mal versuchen? Bitte, es gehört dir. Wow, das ist so einfach. Schau. Nageltastisch. Jetzt passen wir zusammen, siehst du? Ja, wir haben es definitiv geschafft. Faust, fertig. Ich bin an der Reihe zu rühren. Nein, Liebling. Oh, schau mal, was du angerichtet hast. Entschuldigung. Hey, was ist das? Ich will auch kochen. Das sieht interessant aus. Toll. Zeit zum Rühren. Riechst du das? Wie Rauch. Megan, was machst du? Heizplatten sind kein Spielzeug. Bleib einfach aus der Küche. Megan, was machst du draußen? Du schmolzt also, hä? Was ist das denn? Das sollten wir ausnutzen, nicht wahr? Zuerst wird diese Pappe bemalt. Wir werden viel Schwarz brauchen. Dann kommt der nächste Schritt.
schaffen wir eine Tür, die sich öffnet. Tada! Jetzt brauchen wir einige Flaschendeckel. Alte CDs sehen wie Brenner aus. Ziemlich cool, oder? Aber ich bin noch nicht fertig. Ich richte eine ganze Küche ein. Raus mit dir! So, das ist eine ziemlich hübsche Arbeitsplatte. Wie Marmor. Aber ich kann sie durchschneiden. Gut, perfekt für unser Waschbecken. Aber was ist ein Waschbecken ohne Wasser? Leg was auch immer du willst obendrauf. So süß. Genau wie meine Küche. Megan wird das lieben. Sie kann machen, was immer sie will. Bist du bereit? Wow! Gegrilltes Gemüse kommt sofort. Hier, bitte sehr. Meine Suppe ist fertig. Sieht toll aus. Was für ein interessantes Rezept. Es gehört ganz dir. Nein, du bist gemein. Geh weg. Mein Bär. Oh, autsch. Mein Kopf. Ah! Schatz, ich habe mir den Kopf gestoßen. Ach, alles wird gut, Süße. Juhu. Ich kann fliegen. Alles ist trocken. Mein Bär. Au. Oh, Liebes. Moment mal. Megan braucht etwas Schutz. Schwämme zur Rettung. Sie können rund um ihren Kopf gehen. Keine scharfen Kanten mehr für dich. Nicht mit diesem Ding. Wow. Nein, nichts. Nein, das reicht. Bitte sehr. Besuchen Sie mein neues Restaurant. Ich habe die Lichter selbst aufgehängt. Los, hier lang. Ich bin so hungrig. Lecker. Schmeckt nicht sehr gut. Megan, iss doch kein Plastik. Das war knapp. Nimm einfach meine weiße Schokolade. Also. Gut. Ist das Ding eklig? Möchtest du's? No. Ernsthaft? Ich mach dir keinen Vorwurf. Aber das ist Plastik. Yep, lecker. Nein, hör auf. Du wirst ersticken. Vielleicht kann ich etwas machen. Fülle eine Schüssel mit weißer Schokolade. Dann schmelze sie. Sieht gut aus. Gieße sie jetzt in diese Form. Ja, jedes Feld. Füge auch Lebensmittelfarbe hinzu. Nur ein paar Tropfen. Dann rühre alles so ein. Du kannst viele Farben erstellen. Ab in den Gefrierschrank. Alles erledigt. Sie sehen aus wie Lego-Teile. Aber sie sind völlig sicher. Und sie riechen fantastisch. Ich bin mir nicht sicher. Du versuchst es zuerst. Wow, es hat dir gefallen. Lecker. Magst du's? Das ist wunderbar. Meins. Lass uns einen riesigen Turm bauen. Du bist so hoch. Ups. Entschuldigung. Ich bin hungrig. Frohes neues Jahr, Mama. Lass uns feiern. Wow, das klingt gut. Ich werde es für dich anzünden. Wow, da geht es los. Hier kommt der andere. Juhu. Schau. Meine brennt schnell. So hübsch. Schau. Wow. Ist Silvester nicht einfach herrlich? Oh, deine Hand. Nein. Oh, mein Gott. Schau dir das an. Sei nicht verärgert. Das ist okay. Moment mal. Ich weiß, wie das geht. Nun, ich und diese Karotte. Ich stecke das Ende der Wunderkerze hinein. So, viel sicherer. Nun, nimm das. Wow, cool. Juhu, schau dir meine an. Es brennt. Wow, juhu. Frohes neues Jahr.
Es tut mir so leid, dass du krank bist. Oh. Achoo. Oh, so nass. Entschuldigung, ich kann nichts dafür. Es ist okay, mein Schatz. Oh, eklig. Oh, achoo. Meine Güte. Ich habe es verstanden. So stickig. Ich habe die Nase voll von diesen Dingen. Das ist eine üble Erkältung. Das ist ein Fall für die Medikamente. Du wirst dich bald besser fühlen. Weit aufmachen. Gut. Ich hatte Angst davor. Ach du meine Güte. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es ist jetzt ein Wartespiel. Außer... Vielleicht können wir diese Nase frei machen. Zuerst gieße Wasser in die Flasche. Die Hälfte reicht schon. Gib dann die Nasenspülmischung hinzu. Lass es dann ein wenig auflösen. Schraube die Oberseite fest. Und füge dieses spezielle Endstück hinzu. Bist du bereit? Erleichterung ist auf dem Weg. Siehst du, es kommt raus. Nur noch ein kleines bisschen länger. Bingo! Wow, das war in meiner Nase? Ich kann atmen! Warte! Ah. Nein! Ah, das ist schon besser. Das ist der letzte Stein. Unser Turm steht. Nicht mehr lange. Oh, nimm das! Ups, wie ist das denn passiert? Wow, ich bin voll im Rausch. Gib das her. Verabschiede dich von deinem Teddy. Warum bist du so gemein? Ich komme, um den Tag zu retten. Wer ist das denn? Super, Mama. Und ich hab dich im Auge. Mich? Verschwinde von hier. Aber mein Spielzeug, es ist kaputt. Alles wird wieder gut. Überlass das mir. Ich bin schließlich eine Superheldin. Wow, was ist passiert? Niemals. Ich bin noch nicht fertig. Das ist ja unglaublich. Ein kleiner Schnitt hier. Guck dir das an. Wow, eine Katze nur für mich? Vielen Dank. Tut tut. Wie wär's mit einem Sportwagen? Wow, das wird ja immer besser. Ich wollte schon immer einen Hund. Du bist die Beste. Ups, ich muss los. Jemand braucht meine Hilfe. Tschüss. Mehr hast du nicht drauf? Ich will dich ja nicht überfordern. Dir werde ich's zeigen. Nein! Oh, ich hasse es zu verlieren. Daran solltest du dich lieber gewöhnen. Ich habe keine Lust mehr. Oh, sei nicht so. Lass mich in Ruhe. Ich mein's ernst. Ich bleib hier drunter. Und was mache ich jetzt? Oh, ich weiß. Ich mach was aus dem Karton. Ich baue mir eine Burg. Zuerst die Wände. Sieht gut aus. Diese Platte noch. Ich mache ein paar Schnitte. Genau hier. Ich schneide das aus. Ganz vorsichtig. Perfekt. Das kommt an meine Burg. Wow. Unten kommt noch ein langer Streifen hin. Eine Sache fehlt noch. Ich brauche ein Tor. Und ich weiß auch wie. Ich mache das mit zwei Stiften. Den einen halte ich in der Mitte fest. Wichtig ist, dass die Schnur straff bleibt. Das wird der perfekte Kreis. Weiter geht's. Ich zeichne senkrechte Linien. Hier drüben noch zwei. Jetzt kann ich's ausschneiden. Einfach entlang der Linien. Ist ganz einfach. Ich entferne diesen Abschnitt. Jetzt mache ich oben noch ein paar Schnitte. Und klappe das um. Das klebe ich noch fest. Ich mache das rundrum. Das wird toll aussehen. Und noch den Rest. Der Torbogen ist fertig. Perfekt. Da fehlt noch was. Genau, eine Zugbrücke. Die mache ich jetzt. Ich steche zwei Löcher in den Karton. Da fädle ich das Seil durch. Und das klebe ich an meine Zugbrücke. Wow, die funktioniert perfekt. Wow, wie cool. Ich will auch eine Burg. Oh, du bist das. Dir fehlen noch Türme. Ja, da hast du recht. Bringen wir sie an. Ich schieb das hier drauf. Und noch eine Flagge. Das war eine gute Idee. Gefällt mir. Guck dir mal die Turmspitze an. Sowas habe ich noch nie gesehen. Hätte ich ohne dich nicht geschafft. Ich helfe gerne. Ich habe voll viel Spaß. Wir brauchen noch Fenster. Ich zeichne die zuerst ein. Find ich gut. Jetzt ausschneiden. Das mache ich mit dem Skalpell. Raus damit!
Das wird ein toller Balkon. Ich glaube, wir sind fertig. Ich weiß nicht. Aha, ich hab's. Ich klebe Pappblöcke um die Türme herum, damit sie nicht abstürzen. Wir brauchen noch Fensterrahmen. Das soll realistisch aussehen. Gute Idee. Damit kriegen wir den Ziegeleffekt hin. Ich verteile die über die gesamte Burg. Es fehlt noch Grünzeug. Efeu passt perfekt. Wickle den um die Türme und Mauer. Ich bin schon dabei. Diese Fackeln sorgen für die Beleuchtung. Du weißt, dass die aus Pappe sind, oder? Wir sind fertig. Guck mal, was ich habe. Ja, du kannst Gedanken lesen. Das sieht echt magisch aus. Ja, ich weiß. Besser, als ich es mir vorgestellt habe. Die Burg ist einer Prinzessin würdig. Du meinst mich, oder? Claro. Worauf warten wir noch? Lass uns reingehen. Gut, dass du das sagst. Wow, wer hätte gedacht, dass ich mal in einer Burg wohne? Das ist meine liebste Zeit. Frische Bettwäschetag. Und wie duftet, wie eine Sommerwiese. So herrlich. Ich habe meinen Happy Place gefunden. Ich fange an. Und ganz ohne Falten. Wie ein Kunstwerk. Was zum... Guck mal, Mami. Ich spring bis zum Himmel hoch. Juhu. Nein, was machst du da? Mein schönes Bettlaken. Hör auf, sofort. Oh, das war wohl nicht so gut. Ach, wie konntest du nur? Ich muss was tun. Vielleicht hilft mir dieser Karton. Der kommt aufs Bett, um es abzudecken. So müsste es gehen. Schatz, komm her. Das wird toll. Tut mir leid, Mama. Hä? Was ist das? Ich bin verwirrt. Ich kann da nicht drauf hüpfen. Es funktioniert. Ich denke, ich habe alles. Wir können los. Lexi, komm schon. Da bin ich, Mami. Darf meine Teddys nicht vergessen. Ich steck die in meinen Koffer. Veräppelst du mich? Ich stopf die da rein. Mach Platz, Schatz. Mama hat das im Griff. Du musst richtig packen. Vielleicht hilft das. Rein mit euch. Ich glaube, das passt. Los geht's. Hey, komm zurück. Hä? Was ist los? Oh, stimmt. Das ist nicht gut. Ist okay, Süße. Ich schaff das. Was ist das, Mama? Ich habe eine Idee. Ich falte den Karton. Jetzt zur Heißklebepistole. Ich trage Kleber auf den Rand auf. Da kommt das abgerundete Stück dran. Und auch auf der anderen Seite. In die Mitte auch noch. Ich mache Bereiche. Hier schiebe ich einen Zahnstocher durch. Ich habe Löcher in den Karton gemacht, um die Zahnstöcher einzuführen. Das sieht gut aus. Das wird der Deckel. Ich trage Klebstoff entlang der Kante auf. Dann klebe ich das auf den Karton. Das muss gut halten. Die funktionieren wie Schlösser. Es fehlen noch Räder. Aludosen sind perfekt. Ich trage Leim entlang der Dose auf und klebe sie unten an. Dann noch eine zweite Dose. Da schiebe ich eine Papprolle durch. Passt perfekt. Ich habe Pappkreise. Die klebe ich zusammen und fest andrücken. Die kommen an die Papprolle. Die Räder sind fertig. Auf diesen langen Streifenkarton kommt Kleber auf den Rand. Dann klappe ich den um. Daraus wird der Griff. Ich brauche noch einen zweiten. Langsam nimmt es Form an. Eine Sache gibt es noch zu tun. Und zwar anmalen. Das ist der lustige Teil. Mein innerer Künstler darf raus. Ich fange mit Schwarz an. Dann wechsle ich zu Rosa. Das wird fabelhaft aussehen. Wie ein Kunstwerk. Ich male zwei Kulleraugen und dann die Schnurrhaare. Wie süß! Was ist mit mir? Ich will auch malen. Wow, große Verantwortung. Ich bemale die Ohren. Guck dir die mal an. Ich hab's geschafft, Mama. Kleb sie auf den Koffer. Bitte sehr, Häschen. Die Schleife kommt hierhin. Das ist dein neuer Koffer. Ein ganz besonderer. Unfassbar, dass du den gemacht hast. Der ist fantastisch. Ich reise mit Stil. Ich will den gleich nehmen. Packen wir meine Sachen rein. Der hat genug Platz. Deine Puppe kommt hierhin. Hier ist sogar Platz für Snacks. Darf den nicht vergessen. Das war's. Wir können los. Oh, wir sind spät dran. Wir müssen los. Alles klar, Mama. Wow, der ist super.
Hab ihn? Oh nein! Das war unerwartet. Ich weiß, was wir machen. Lass uns das spielen. Ich glaub nicht. Wie wär's mit Videospiele? Okay, warum nicht? Das wird lustig. Du wirst verlieren. Ha, denkst du? Wie lange spielen wir schon? Alles ist so verschwommen. Mir ist langweilig. Machen wir was anderes. Wie wär's mit Tennis? Was? Wirklich? Ich mag keinen Sport. Ein Versuch war's wert. Vielleicht Schach? Langweilig. Ich will Snacks essen. Ich hab welche. Oh, eklig. Was sollen wir machen? Mädels, was ist los? Es gibt nichts zu tun. Das denkt ihr? Das wird Spaß machen. Mama, nein. Tough Crowd. Scrabble ist immer gut. Wirklich? Wir passen. Gut. Was haben wir noch? Wartet mal. Schaut mal, was ich habe. Der löst das Problem. Vertraut mir. Ich brauche eine leere Schüssel. Die drehe ich um. Dann zeichne ich drumherum. Ich zeichne hier einen Kreis hin. Und auch auf die andere Seite. Das war einfach. Jetzt schneide ich die aus. Ich entferne ein kleines Quadrat aus dieser Ecke. Das brauche ich nicht. Jetzt klappe ich den Rand um. Genauso. Und festkleben. Ich mache das ringsherum. Jetzt ziehe ich rote Linien über den Karton. Und eine schwarze Linie in die Mitte. Ich zeichne jetzt um das Klebeband herum. Das wird ein perfekter Kreis. Ich bin fertig. Schaut mal her, Mädels. Steckt den Kopf durch. Wow, wie cool. Lass uns spielen. Du hast keine Chance. Ich werde gewinnen. Oh, das war knapp. Ich liebe dieses Spiel. Mama, nein! Gewonnen. Woo! Wer möchte einen Snack? Mädels, aufgewacht. Hä? Was? Oh, hi Mama. Das ist super. So schön. Was ist das? Du willst fliegen? Mal sehen, was ich tun kann. Ziemlich cool, oder? Viel Spaß mit deinen Flügeln. Wow, die sind aber toll. Ich wünsche dir einen guten Flug, Barbie. Ist sie nicht wunderschön? Wow, siehst du meine? Sieht aus, als würden sie zusammenstoßen. Oh nein, sie fallen. Oh nein, das ist alles deine Schuld. Nein, deine. Oh, du bist so nervig. Oh, hey. Wow, wo sind wir? Unsere Barbies sind hier. Die sehen schrecklich aus. Ist das überhaupt mein Kaugummi? Deiner? Nein. Aber meine stinkt. Ich brauche ihre Hilfe. Was ist das für ein Geruch? Moment. Ach so, hier, setzen Sie sich. Okay. Der Gestank ist gleich weg. Ich brauche Handschuhe. Viel besser. Das Glitzerbad kann beginnen. Fühlt sich gut an. Aber wir brauchen noch ein paar Luftbläschen. Genieß dein Bad, Schatz. Schrubb, schrubb, schrubb. Oh ja. Ich spüre, wie sich der Dreck löst. 10 Zwischenräume nicht vergessen. Und jetzt die goldenen Locken. Schön. Und jetzt ausspülen. Wow, das ist ja wie eine neue Barbie. Sie sieht unglaublich aus. Wow. Schön, dass ich dir helfen konnte. Hätte ich fast vergessen. Das glaube ich nicht. Ist es behalten? Na gut. Willkommen in meinem Friseursalon. Weil deine Lieblingsfarbe rosa ist, färben wir deine Haare rosa. Wow, es fängt schon an zu wirken. Siehst du? Jetzt müssen wir nur noch warten, bis es trocken ist. Wie kriegen wir den Kaugummi wieder aus den Haaren? Der klebt so fest. Vielleicht kann ich ihn einfach wieder auskämmen. Passiert überhaupt etwas? Oh nein! Es gibt nur eins, was wir tun können. Dich in eine kahle Barbie zu verwandeln.
Es tut mir so leid. Sie braucht Haare. Warte mal. Ich habe noch ganz viele Haare. Ich muss sie nur alle sammeln. Wir machen dir eine Perücke. Der Luftballon wird genau passen. Ich will, dass er schön fest sitzt. Dann kommt der Kleber. Ganz viel Kleber. Jetzt kommt das Wichtigste. Schön. Ich liebe diese Farbe für dich. Großartig. Sie ist noch besser als vorher. Aber der Schnitt nicht. Mann, der Dreck ist echt schlimm. Aber das kriegen wir wieder hin. Wunderschön. Schau dir die neuen Locken an. Du siehst einfach toll aus. Wow, glänzend. Ja, aber ist es rosa? Ihre schon. Hä? Was war das denn? Regnet es? Entschuldigung, ich mag Schokolade. Bonbonpapier? So viel Potenzial. Sie will mit Müll spielen? Okay, na dann. Wow, eine alte Socke. Ups. Ich werde sie einfach für etwas anderes verwenden. Ich liebe einen guten Recycling-Moment. Ich muss nur über den Tellerrand schauen. Ich brauche nur den oberen Teil. Und die Verpackung? Ich habe einen Trick, um sie zum Glänzen zu bringen. Hallo, Fransen. Das gibt dem Ganzen doch erst den richtigen Pfiff. Findest du nicht auch? Rutsch rein. Hallo, du Hübsche. Schau dir die vielen Farben an. Oh ja. So ein schönes Outfit will ich auch. Du kannst das benutzen, was du schon hast. Weißt du das? Nur so ein Gedanke. Oder wie wär's damit? Du meinst meine Haarspange? Gar keine schlechte Idee. Lass uns kreativ werden. Weißt du, was ich machen werde? Das wird bestimmt hübsch. Wir reden hier von Barbies Outfit. Tada! Tolles Outfit und es passt wie angegossen. Findest du nicht auch? Fast hätte ich's vergessen. Deine Schuhe, Fräulein. Die sind aber süß. Aha. Moment mal, ich habe auch Schuhe. Wow, schau mal, wie süß die sind. Die haben beide so eine süße Passform. Und meine sind auch einzigartig. Dito, doppelt so süß, doppelt so lustig. Das wird das größte Loch aller Zeiten. Boah, siehst du das? Da steckt was fest. Komisch. Keine Angst, ich löse das Rätsel. Zeig dich. Siehst du? Das ist eine Barbie. Eine sehr sandige Barbie. Das kann ich nicht glauben. Ich will auch was entdecken. Da muss doch was drunter sein. Oh. Ich glaube, ich habe nur Glück. Nein, ich weiß, da ist was drin. Oh, das stinkt. Warte mal. Guck mal. Ich sehe ein Gesicht. Das ist eine Puppe. Und sie ist super hübsch. Wow. Meine ist besser. Das stimmt nicht. Ich war zuerst hier. Niemals. Ah. Wow. Schau dir das an. Ich habe große Pläne. Siehst du, mein eigenes Barbie-Traumhaus. Meinst du das ernst? So eins könnte ich auch gebrauchen. Du hast geklingelt, Fräulein. Ich will das, was Betty hat. Sag nichts mehr. Ein Karton? Was soll ich damit machen? Weiter. Vielleicht ist das was für dich. Sehr gut. Willkommen zu Hause. Ist das schön. Sogar die Wände sind rosa. Und es gibt Möbel und Kunst. Wow, danke. Gefällt dir deine neue Bude? Und? Oh, deine Haare sind schmutzig. Das geht so nicht. Ich brauche Hilfe.
Ich nehme mal an, du brauchst das hier. Damit bist du im Handumdrehen blitzsauber. Dank deiner neuen Badewanne. Ich liebe luxuriöse Bäder. Steig ein, solange das Wasser noch warm ist. Fühlt sich das nicht gut an? Weg mit dem Schmutz. Von Kopf bis Fuß schrubben, schrubben, schrubben. Das ist ganz schön viel Dreck. Guck mal. Wow, schau dir das Bad an. So ein Bad könntest du auch gebrauchen. Ich wette, ich kann dir eins basteln. Ich hab's. Ich habe eine tolle Idee. Alles leer. Kann ich das haben? Das alte Badewasser? Ich denke schon. Wow, danke. Jetzt geht's endlich weiter. Rein mit dir. Igitt, eklig. Du wäschst dir damit die Haare? Hey, Wasser ist Wasser. Der Dreck geht total ab. Alles sauber. Ist sie nicht süß? Oh, sie sind super saubere Besties. Und so süß. Komm, schneller, schneller. Ich gewinne diese Runde. Oh, was? Willst du auch fahren? Oh, hab dich. Ja, aha, eins. Cool, danke. Toll. Oh, es ist noch besser, als ich es mir vorgestellt habe. Schau es dir an. Es ist perfekt für dich. Siehst du? Wow. Aber es braucht noch ein bisschen Deko. Ich denke an viel Glitzer. Gibt es etwas Fabelhafteres? Und schau mal, Sterne. Aber das Wichtigste ist das Bling-Bling. Gold, richtig? Woran sollen die Leute sonst erkennen, dass wir reich sind? Und jetzt der letzte Schliff. Eiswasser für den Sieg. Das bringt die Farbe raus. Rein mit dir. Machen wir eine Spritztour mit dem Baby. Es ist einfach perfekt. Was? Die Kiste ist so groß. Du kannst sie haben. Hä? What? Ich will mitfahren. Warte, du warst einkaufen? Mit welchem Geld? Sag schon. Wow, was du alles gesehen hast. Moment mal, Pappe. Sieht gut aus. Zeit, das gute Stück zusammenzubauen. Ich habe das Gefühl, dass ich das brauchen werde. Jede Menge Heißkleber. Noch nicht trocknen lassen. So. So weit, so gut. Jetzt kommen die Räder. Ich habe zwar kein Geld, aber die Fahrt wird trotzdem toll. Das letzte. Langsam sieht es aus wie ein Auto. Aber es braucht noch ein bisschen mehr Struktur. Perfekt. Und jetzt das Armaturenbrett. Hier wird die Straße toll aussehen. Wir brauchen Spiegel und auch Scheinwerfer. Nun, da das Gerippe steht, geht es an die Details. Hier zeigt sich die wahre Kreativität. Jetzt passt alles zusammen. Und alle deine Einkaufstüten passen rein. Also rein und los. Viel Spaß draußen. Nur du und die offene Straße. Piep, piep, Baby. Wow, das ist so süß. Ich meine, ich finde das cool. Jetzt ist es Zeit für ein Rennen. Wow, schau dir das an. Hier ist es so schick. Genau, was mir gefällt. Moment mal. Hey, wie geht's? Nettes Restaurant, was? Was willst du denn hier? Kellner, kommen Sie her. Ich möchte die Spezialität. Ich will was essen. Her damit. Mein Herr? Der Typ ist ja freundlich. Können wir das beschleunigen? Ich habe großen Hunger. Na endlich. Das sieht interessant aus. Oh, erst die Schachtel öffnen. Das wusste ich. Torte. Die ist köstlich. Autsch. Futterzeit. Erlauben Sie mir, mein Herr.
das ist noch nicht fertig. Es dauert nicht lange. Noch der letzte Schliff. Wow, was für ein Showman. Das ist ja unglaublich. Papiersträuße? Hä? Wo ist sie hin? Warte, irgendwas passiert hier. Was ist hier los? Oh, hallo. Willkommen zur Essens-Challenge. Ich erwarte Applaus. Wo sind meine Manieren? Ist das besser? Lasst uns anfangen. Oh, wow. Ha, das kann ich auch. Ja, von wegen. Ich muss meine Torte dekorieren. Und ich weiß, was zu tun ist. Bin gleich wieder da. Diese Krone ist hübsch. Und die gehört jetzt mir. Das perfekte Verbrechen. Oh, das klingt nicht gut. Phew, geschafft. Die kommt auf die Torte. Das sieht wunderbar aus. Oh nein, die Polizei. Hey, hast du diese Person gesehen? Ich glaube nicht. Bleib cool, niemand ahnt was. Sorry, ich kann nicht helfen. Dann bleibt's wohl ein Geheimnis. Immer noch keine Torte, was? Wie unfair. Oh, das kann ich nehmen. Ich mache daraus einen Kreis. Die Torte sieht lecker aus. Ich koste mal. Oh, die ist echt gut. Ich will mehr. Ich kann nicht aufhören. Ich brauche das Rezept. Okay, mein Koch braucht es. Oh ja, das ist der gute Stoff. Das wird ein echter Hingucker. Darauf bin ich stolz. Tick-Tack, Leute. Oh, das war wohl zu viel. Aber die war so lecker. Hey, ich bin fertig. Hey, ich sollte die essen. Der Penner gewinnt. Hey, das bin ich. Wow, ich kann's nicht glauben. Ach, die kannst du haben. Ich liebe es, reich zu sein. Ich fühle mich großzügig. Ha, reingelegt. Fast gehabt. Ich bereue das jetzt schon. Oh, eine neue Challenge. Jackpot. Hey, bereit für die nächste Aufgabe? Sieht gut aus, was? Und schmeckt noch viel besser. Worauf wartet ihr? Was? Oh, kapiert. En garde. Ich arbeite mit Idioten. Stopp. Denk kleiner. Was hat er gesagt? Oh, das wusste ich. Damit wird's gehen. Zuerst eine Mozzarella-Kugel. Gib's nur bitte ein Blatt. Aber natürlich doch. Ups, nimm den ganzen Ast. Oh, danke. Das sorgt für mehr Geschmack. Basilikum und Mozzarella, eine klassische Kombi. Dann kommt Salami auf den Spieß. Und noch mehr Basilikum. Es wird besser und besser. Am Ende noch mehr Käse. Der perfekte Snack. Aber eine Sache fehlt noch. Mit Gold wird alles besser. Ich bin ein kulinarisches Genie. Schlag das. Wow, echt beeindruckend. Aha, ich habe eine Idee. Ich brauche Papier. Jetzt noch vergrößern. Du bist ein Geldverschwender, weißt du das? Und jetzt? Warte, ich weiß schon. Das wird wehtun. Ich habe einen Notfallbleistift immer griffbereit. Okay, los geht's. Das werden meine Zutaten. Jetzt kommt noch Farbe dazu. Hä? Sowas war nicht gedacht. Wie konntest du nur? Entschuldigung, dieser Abschnitt hier wird rot. Ich genieße das. Ist irgendwie entspannend. Jetzt noch die anderen Zutaten. Ist wie ein Bankett. Dann ausschneiden. Schnipp, schnapp. Was geht da vor sich? Guck dir das an. Ist wie beim Grillfest. Jetzt wird's rauchig. Das darf ich nicht anbrennen. Die sind perfekt geröstet. Jetzt auf den Teller damit. Ich bin fertig. Wow, das sieht gut aus. Ich möchte einen probieren. Du darfst auch meinen probieren. Scheint fair zu sein. Das schmeckt interessant. Schmeckt wie Papier. Der sieht köstlich aus. Wow, wie eine Geschmacksparty. Fantastisch. Hey, du hast alles aufgegessen? Wie konntest du nur? Bleib stehen. Lass mich in Ruhe. Ich muss mich verstecken. Hä? Wo ist er hin? Er ist verschwunden. Ha, das hat geklappt. Da bist du ja. Oh, ich bin erschöpft. Ich hasse Cardio. Also, wo ist das Essen? Kommt schon. Also, naja, ist ziemlich enttäuschend. Mindy gewinnt. Ich wusste es. Juhu. Ich muss mein Geschäft aufbauen. Es gibt ein neues Café in der Stadt. Klingt gut. Komm in mein neues Café. Alles klar, Kumpel.
Danke. Es geht da lang. Schaut mal, Leute. Verpasst es nicht. Gib das her. Ich hab's zuerst gesehen. Lass los. Guck, was du angerichtet hast. Was zum... Oh. Wo sind wir? Und was hab ich an? Ich sehe gut aus. Und ich sehe aus wie ein Penner. Das ist doch unfair. Was möchtet ihr? Oh, der ist für dich. Gib mir die Spezialität. Kommt sofort. Guten Appetit. Das sieht gut aus. Ich brauche Geld. Ach ja, ich bin ja pleite. Ein Versuch ist es wert. Ich glaube nicht. Nimm das weg. Was mache ich denn jetzt? Das könnte klappen. Schon besser. Danke, mein Herr. Ich kassiere gleich ab. Hier, bitte sehr. Köstliche Donuts, kommen sofort. Die sind ganz frisch. Sie werden sie genießen. Ich hoffe, Sie mögen Streusel. Also jeder mag sie. Hier für Sie. Danke. Ich koste gleich mal. Ist zäh. Ich liebe diesen Teil. Wow, wo sind wir? Ich bin verwirrt. Hey, hier drüben. Wird Zeit für eure Essens-Challenge. Das klingt gut. Hey, guck mal da. Das ist meins. Nach dir. Nein, ich bestehe drauf. Bitte, mach's auf. Ich möchte nicht. Wollt ihr mich veräppeln? Hebt es hoch. Das klingt so einfach. Los geht's. Pizza. Genau wie Mama sie gemacht hat. Probier mal. Ich glaub nicht. Hallo? Ich möchte bestellen. Wow, schon da. Du hast dir das verdient. Das kannst du auch haben. Pizza, mein Lieblingsessen. Das ist eine Pizza? Geh weg. Eine Schachtel. Was da wohl drin ist. Ich muss die aufmachen. Hey, das ist meins. Das ist jetzt wichtiger. Ich liebe Überraschungen. Hä? Oh, schon verstanden. Was ist hier los? Was machst du da? Entschuldigung. Hey, pass doch auf. Was machst du da? Wirst du gleich sehen. Ich muss das hier anmalen. Gleich fertig. So wird es gehen. Ich habe eine Pfanne. Jetzt kann ich backen. Das ist mein Pizzaboden. Den belege ich jetzt. Ich fange mit Tomaten an. Ich stehe auch auf Peperoni. Alles drauf, was ich mag. Ich glaube, die ist fertig. Ist heiß. Meine Finger. Puste mal. Wo sind die Pizzen? Komm sofort. Was sagst du dazu? Das ist schwierig. Aber Tyler gewinnt. Wow, echt unglaublich. Mir bleibt nur eins übrig. Ich tausche mit dir. Abgemacht. Der ist so glänzend. Okay, das bedeutet, Mindy ist die Gewinnerin. Ich wusste es. Oh, das ist unfair. Aber ich habe ja den noch. Bereit, los. Gewonnen. Jetzt ein Rematch. Ich hab's drauf. Nochmal. Her mit der Kohle. C'est magnifique. Wie elegant. Ich kann das auch. Ich hätte gerne Ramen. Köstliche, leckere Nudeln. Niemals. Das sind Nudeln. Und die gehören mir. Nur mir. Das ist herrlich. Ich bin überglücklich. Mehr. Ich will mehr. Hey, hör auf damit. Ups, sorry. Danach habe ich gesucht. Das ist Freude im Becher. Ich bin so aufgeregt. Ich hole die Soße lieber raus. Die hebe ich für später auf. Gewürze sind wichtig. Das war alles. Jetzt brauche ich Wasser. Lecker. Rein damit. Und jetzt wird's lustig. Die Zutaten kommen rein. Alles ist wichtig. Dann wird es noch besser. Jetzt noch die Soße. Die sorgt für den Kick. Ich mag's scharf. Das war alles. Jetzt warte ich. Ich bin dran. Die nehme ich. Ist ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Los geht's. Ich habe hier eine Pastamaschine. Wünsch mir Glück. Das hat geklappt. Ich habe kleine Nudelplatten. Die müssen gefüllt werden. Und zwar mit Edelsteinen. Obendrauf kommt noch eine. Jetzt zusammendrücken. Und dann wird gekocht. Dafür brauche ich einen Topf mit Wasser.
Das dauert nicht lange. Kochen macht wirklich Spaß. Ich sollte das öfter mal machen. Noch umrühren, immer im Kreis. Ich glaube, meine Ramen sind fertig. Guck dir das an. Ich schütte die auf den Teller. Wow, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Es fehlen noch Eier und Garnelen. Darf die Kräuter nicht vergessen. Wichtig ist die Präsentation. Das ist ein Kunstwerk. Meine Pasta ist gar. Ich koste mal. Echt lecker. Das riecht fantastisch. Ja, das stimmt. Das ist eine schwere Entscheidung. Ich weiß nicht. Tyler gewinnt. Ich? Wow. Ich bin der beste Koch aller Zeiten. Lass uns essen. Es ist unentschieden. Gut gemacht. Hast du das gehört? Schlag ein. Juhu. Das ist der letzte Stein. Unser Turm steht. Nicht mehr lange. Oh, nimm das. Ups, wie ist das denn passiert? Wow, ich bin voll im Rausch. Gib das her. Verabschiede dich von deinem Teddy. Warum bist du so gemein? Ich komme, um den Tag zu retten. Wer ist das denn? Supermama, und ich hab dich im Auge. Mich? Verschwinde von hier. Aber mein Spielzeug, es ist kaputt. Alles wird wieder gut. Überlass das mir. Ich bin schließlich eine Superheldin. Wow, was ist passiert? Niemals. Ich bin noch nicht fertig. Das ist ja unglaublich. Ein kleiner Schnitt hier. Guck dir das an. Wow, eine Katze nur für mich? Vielen Dank. Tutut, wie wär's mit einem Sportwagen? Wow, das wird ja immer besser. Ich wollte schon immer einen Hund. Du bist die Beste. Ups, ich muss los. Jemand braucht meine Hilfe. Tschüss. Mehr hast du nicht drauf? Ich will dich ja nicht überfordern. Dir werde ich's zeigen. Nein! Oh, ich hasse es zu verlieren. Daran solltest du dich lieber gewöhnen. Ich habe keine Lust mehr. Oh, sei nicht so. Lass mich in Ruhe. Ich mein's ernst. Ich bleib hier drunter. Und was mache ich jetzt? Oh, ich weiß. Ich mach was aus dem Karton. Ich baue mir eine Burg. Zuerst die Wände. Sieht gut aus. Diese Platte noch. Ich mache ein paar Schnitte. Genau hier. Ich schneide das aus. Ganz vorsichtig. Perfekt. Das kommt an meine Burg. Wow. Unten kommt noch ein langer Streifen hin. Eine Sache fehlt noch. Ich brauche ein Tor. Und ich weiß auch wie. Ich mache das mit zwei Stiften. Den einen halte ich in der Mitte fest. Wichtig ist, dass die Schnur straff bleibt. Das wird der perfekte Kreis. Weiter geht's. Ich zeichne senkrechte Linien. Hier drüben noch zwei. Jetzt kann ich's ausschneiden. Einfach entlang der Linien. Ist ganz einfach. Ich entferne diesen Abschnitt. Jetzt mache ich oben noch ein paar Schnitte und klappe das um. Das klebe ich noch fest. Ich mache das rundrum. Das wird toll aussehen. Und noch den Rest. Der Torbogen ist fertig. Perfekt. Da fehlt noch was. Genau, eine Zugbrücke. Die mache ich jetzt. Ich steche zwei Löcher in den Karton. Da fädle ich das Seil durch. Und das klebe ich an meine Zugbrücke. Wow, die funktioniert perfekt. Wow, wie cool. Ich will auch eine Burg. Oh, du bist das. Dir fehlen noch Türme. Ja, da hast du recht. Bringen wir sie an. Ich schieb das hier drauf. Und noch eine Flagge. Das war eine gute Idee. Gefällt mir. Guck dir mal die Turmspitze an. Sowas habe ich noch nie gesehen. Hätte ich ohne dich nicht geschafft. Ich helfe gerne. Ich habe voll viel Spaß. Wir brauchen noch Fenster. Ich zeichne die zuerst ein. Find ich gut. Jetzt ausschneiden. Das mache ich mit dem Skalpell. Raus damit. Das wird ein toller Balkon. Ich glaube, wir sind fertig. Ich weiß nicht. Aha, ich hab's. Ich klebe Pappblöcke um die Türme herum, damit sie nicht abstürzen. Wir brauchen noch Fensterrahmen. Das soll realistisch aussehen. Gute Idee. Damit kriegen wir den Ziegeleffekt hin. Ich verteile die über die gesamte Burg. Es fehlt noch Grünzeug. Efeu passt perfekt. Wickle den um die Türme und Mauer. Ich bin schon dabei. Diese Fackeln sorgen für die Beleuchtung.
Du weißt, dass die aus Pappe sind, oder? Wir sind fertig. Guck mal, was ich habe. Ja, du kannst Gedanken lesen. Das sieht echt magisch aus. Ja, ich weiß. Besser, als ich es mir vorgestellt habe. Die Burg ist einer Prinzessin würdig. Du meinst mich, oder? Claro. Worauf warten wir noch? Lass uns reingehen. Gut, dass du das sagst. Wow, wer hätte gedacht, dass ich mal in einer Burg wohne? Das ist meine liebste Zeit. Frische Bettwäschetag. Und wie duftet, wie eine Sommerwiese. So herrlich. Ich habe meinen Happy Place gefunden. Ich fange an. Und ganz ohne Falten. Wie ein Kunstwerk. Was zum... Guck mal, Mami. Ich spring bis zum Himmel hoch. Juhu. Nein, was machst du da? Mein schönes Bettlaken. Hör auf, sofort. Oh, das war wohl nicht so gut. Ach, wie konntest du nur? Ich muss was tun. Vielleicht hilft mir dieser Karton. Der kommt aufs Bett, um es abzudecken. So müsste es gehen. Schatz, komm her. Das wird toll. Tut mir leid, Mama. Hä? Was ist das? Ich bin verwirrt. Ich kann da nicht drauf hüpfen. Es funktioniert. Ich denke, ich habe alles. Wir können los. Lexi, komm schon. Da bin ich, Mami. Darf meine Teddys nicht vergessen. Ich steck die in meinen Koffer. Veräppelst du mich? Ich stopf die da rein. Mach Platz, Schatz. Mama hat das im Griff. Du musst richtig packen. Vielleicht hilft das. Rein mit euch. Ich glaube, das passt. Los geht's. Hey, komm zurück. Hä? Was ist los? Oh, stimmt. Das ist nicht gut. Ist okay, Süße. Ich schaff das. Was ist das, Mama? Ich habe eine Idee. Ich falte den Karton. Jetzt zur Heißklebepistole. Ich trage Kleber auf den Rand auf. Da kommt das abgerundete Stück dran. Und auch auf der anderen Seite. In die Mitte auch noch. Ich mache Bereiche. Hier schiebe ich einen Zahnstocher durch. Ich habe Löcher in den Karton gemacht, um die Zahnstöcher einzuführen. Das sieht gut aus. Das wird der Deckel. Ich trage Klebstoff entlang der Kante auf. Dann klebe ich das auf den Karton. Das muss gut halten. Die funktionieren wie Schlösser. Es fehlen noch Räder. Aludosen sind perfekt. Ich trage Leim entlang der Dose auf und klebe sie unten an. Dann noch eine zweite Dose. Da schiebe ich eine Papprolle durch. Passt perfekt. Ich habe Pappkreise. Die klebe ich zusammen und fest andrücken. Die kommen an die Papprolle. Die Räder sind fertig. Auf diesen langen Streifenkarton kommt Kleber auf den Rand. Dann klappe ich den um. Daraus wird der Griff. Ich brauche noch einen zweiten. Langsam nimmt es Form an. Eine Sache gibt es noch zu tun. Und zwar anmalen. Das ist der lustige Teil. Mein innerer Künstler darf raus. Ich fange mit Schwarz an. Dann wechsle ich zu Rosa. Das wird fabelhaft aussehen. Wie ein Kunstwerk. Ich male zwei Kulleraugen. Und dann die Schnurrhaare. Wie süß. Was ist mit mir? Ich will auch malen. Wow, große Verantwortung. Ich bemale die Ohren. Guck dir die mal an. Ich hab's geschafft, Mama. Kleb sie auf den Koffer. Bitte sehr, Häschen. Die Schleife kommt hierhin. Das ist dein neuer Koffer. Ein ganz besonderer. Unfassbar, dass du den gemacht hast. Der ist fantastisch. Ich reise mit Stil. Ich will den gleich nehmen. Packen wir meine Sachen rein. Der hat genug Platz. Deine Puppe kommt hierhin. Hier ist sogar Platz für Snacks. Darf den nicht vergessen. Das war's. Wir können los. Oh, wir sind spät dran. Wir müssen los. Alles klar, Mama. Wow, der ist super. Hab ihn. Oh nein. Das war unerwartet. Ich weiß, was wir machen. Lass uns das spielen. Ich glaub nicht. Wie wär's mit Videospiele? Okay, warum nicht? Das wird lustig. Du wirst verlieren. Ha, denkst du. Wie lange spielen wir schon? Alles ist so verschwommen. Mir ist langweilig.
machen wir was anderes. Wie wär's mit Tennis? Was? Wirklich? Ich mag keinen Sport. Ein Versuch war's wert. Vielleicht Schach? Langweilig. Ich will Snacks essen. Ich hab welche. Oh, eklig. Was sollen wir machen? Mädels, was ist los? Es gibt nichts zu tun. Das denkt ihr? Das wird Spaß machen. Mama, nein. Tough Crowd. Scrabble ist immer gut. Wirklich? Wir passen. Gut, was haben wir noch? Wartet mal. Schaut mal, was ich habe. Der löst das Problem. Vertraut mir. Ich brauche eine leere Schüssel. Die drehe ich um. Dann zeichne ich drumherum. Ich zeichne hier einen Kreis hin. Und auch auf die andere Seite. Das war einfach. Jetzt schneide ich die aus. Ich entferne ein kleines Quadrat aus dieser Ecke. Das brauche ich nicht. Jetzt klappe ich den Rand um. Genauso. Und festkleben. Ich mache das ringsherum. Jetzt ziehe ich rote Linien über den Karton. Und eine schwarze Linie in die Mitte. Ich zeichne jetzt um das Klebeband herum. Das wird ein perfekter Kreis. Ich bin fertig. Schaut mal her, Mädels. Steckt den Kopf durch. Wow, wie cool. Lass uns spielen. Du hast keine Chance. Ich werde gewinnen. Oh, das war knapp. Ich liebe dieses Spiel. Mama, nein. Gewonnen. Woo. Wer möchte einen Snack? Mädels, aufgewacht. Hä? Was? Oh, hi Mama. Das ist super. Mit Pappe und ein wenig Fantasie kann man alles schaffen. Welche Bastelidee hat dir besonders gut gefallen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Und feiern, Mädels. Selfie. Hey, aufmachen. Habt ihr das gehört? Wer kann das sein? Hi. Was ist hier los? Ihr nervigen Kinder und eure laute Musik. Ah, ich versuche zu schlafen. Was? Wer hat die Oma bestellt? Oma? Unerhört. Dir werde ich's zeigen. Kann eine Oma sowas? Ah! Was für ein Adrenalinkick. Das war gut. Oh. Okay, das war ziemlich übertrieben. Ich hätte leiser machen sollen. Hast du das gesehen? Und was machen wir jetzt? Guck's dir an. Das geht nicht mehr. Die Oma war echt wütend. Kann jemand Beatboxen? Die Party ist vorbei. Lasst uns abhauen, Mädels. Aber... Ach, das ist voll mies. Wenigstens habe ich Snacks und Getränke. Und muss nicht teilen. Das bringt mich auf eine Idee. Ich brauche noch eine Pappröhre. Die hat die perfekte Größe. Jetzt brauche ich mein Telefon. Ich mache unten einen Strich. Das war's. Jetzt schneide ich das aus. Die Rolle braucht noch Farbe. Mir gefällt lila. Ich bemale sie komplett. Schon trocken. Jetzt brauche ich zwei Becher. Ich habe Löcher reingeschnitten. Die stecke ich an beide Enden des Rohrs. Genau so. Und fertig. Ich habe ein Lautsprechersystem gebastelt. Probieren wir es aus. Ich stecke mein Telefon in den Schlitz und spiele meine Musik ab. Jetzt lasst uns tanzen. Das ist schon besser. Coole Party, Grace. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Ugh, habe ich schon gelesen. Hey, was ist das? Wow, genau was ich brauche. Heute ist mein Glückstag. Den kann ich gut gebrauchen. Aber ich brauche auch mein Handy. Dann fange ich mal an. Ich stelle die Schachtel auf die Seite. Dann lege ich eine Lupe drauf. Jetzt mache ich Löcher um die Lupe. Danach entferne ich den Kreis. Jetzt trage ich Kleber um den Rand des Lochs auf und klebe dann die Lupe an. Passt perfekt. Ich denke, das war's. Wow, nie wieder langweilige Zeitung. Denn ich habe jetzt das hier. Mein Handy lege ich da rein und mache den Deckel drauf. Jetzt habe ich mein eigenes Kino. Die Oper war wunderbar, Mami. Oh, wow. Guck mal, Mami. Ich will das auch haben. Die Pennerin? Ach, du meinst den Projektor. Was wollt ihr? Bitte sehr, mein Schatz. Der ist nicht zu verkaufen. Nee. Wie bitte? Weißt du nicht, wer wir sind? Komm, Süße. Wir können alles kaufen. Jetzt hör mir zu. Mein kleines Mädchen möchte diesen Projektor. Ich steht mir im Bild. Hey, weg da. Los jetzt, haut ab. Oh, das werden wir nicht. Warte, bis die Mädels im Country Club davon hören. Ihr fangt an, mich zu nerven. Was macht ihr da? Mami, was ist passiert?
Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Cool, eine Gratis-Zaubershow. Wo sind wir? Und was haben wir an? Lasst uns feiern, Mädels. Selfie. Hey, aufmachen. Habt ihr das gehört? Wer kann das sein? Hi. Was ist hier los? Ihr nervigen Kinder und eure laute Musik. Oh, ich versuche zu schlafen. Was? Wer hat die Oma bestellt? Oma? Unerhört. Dir werde ich's zeigen. Kann eine Oma sowas? Ah! Was für ein Adrenalinkick. Das war gut. Oh. Okay, das war ziemlich übertrieben. Ich hätte leiser machen sollen. Hast du das gesehen? Und was machen wir jetzt? Guck's dir an. Das geht nicht mehr. Die Oma war echt wütend. Kann jemand Beatboxen? Die Party ist vorbei. Lasst uns abhauen, Mädels. Aber... Ach, das ist voll mies. Wenigstens habe ich Snacks und Getränke. Und muss nicht teilen. Das bringt mich auf eine Idee. Ich brauche noch eine Pappröhre. Die hat die perfekte Größe. Jetzt brauche ich mein Telefon. Ich mache unten einen Strich. Das war's. Jetzt schneide ich das aus. Die Rolle braucht noch Farbe. Mir gefällt lila. Ich bemale sie komplett. Schon trocken. Jetzt brauche ich zwei Becher. Ich habe Löcher reingeschnitten. Die stecke ich an beide Enden des Rohrs. Genau so. Und fertig. Ich habe ein Lautsprechersystem gebastelt. Probieren wir es aus. Ich stecke mein Telefon in den Schlitz und spiele meine Musik ab. Jetzt lasst uns tanzen. Das ist schon besser. Coole Party, Grace. Ich denke, alles ist bereit. Oh, hey, Mandy. Du bist schon da. Hier wohnst du? Oh, naja, hi. Setz dich, mach's dir bequem. Hoffe, du magst Chips. Ich lieb die. Oh, okay, danke. Ich hab auch Hunger. Das klappt nicht. Ich war heute bei der Maniküre. Ich komm nicht ran. Na los, ich will diese Chips. Total frustrierend. Okay, jetzt aber. Oh, mein schöner Fingernagel. Das ist deine Schuld. Wow, warte, ganz ruhig. Ich krieg das wieder hin. Und ich brauche nur diese Untersätze. Na gut, den Karton. Guck's dir an. Ich lege sie auf den Tisch. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich trage den Kleber an der Kante auf. Aber nur auf einer Seite. Den klebe ich auf das andere Stück. Ich drücke es an, damit es auch fest klebt. Aus dem Stück habe ich einen Kreis ausgeschnitten. Ich trage wieder Kleber auf und klebe es hier hin. Jetzt klebe ich ein rundes Stück Pappe auf dieses Quadrat, direkt in die Mitte vom Rand und auch auf der anderen Seite. Jetzt wickle ich den Karton um die Kreise. Mit diesen Streifen kann ich das fixieren. Das scheint zu halten. Ich habe in beide Kreise ein Loch gemacht und da stecke ich einen Holzspieß durch. Perfekt! Das kommt jetzt in meine Box. Ich habe ein Loch in jede Seite gebohrt, damit das hält und sich dreht. Jetzt mache ich die Box fertig. Obendrauf kommt eine Scheibe. Ich habe noch zwei Boxen gemacht. Auf so ein Stück Karton kommt oben Kleber drauf. Das wird meine Basis. Ich halte es fest, bis es klebt. Jetzt noch die lange Seite. Auf den Boden klebe ich noch ein langes Stück Karton. Jetzt kommen da meine Boxen rein. Ich habe sie oben angeordnet. Sieht gut aus. Jetzt haben wir einen Chipsspender. Wow, der ist fantastisch. Ich nehme die hier. Der funktioniert nicht. Soll das ein Witz sein? Ach, ich zeig's dir. Dreh einfach die Scheibe. Und die Chips fallen in den Becher. Wow, das ist echt cool. Und ich habe mir keinen Fingernagel abgebrochen. Die mag ich. Ich habe jetzt auch Appetit. Und ich habe mir welche verdient. Die sind lecker. So schlimm ist das doch nicht. Nee, ist cool. Mein Bild sieht toll aus. Was mache ich jetzt? Ich spiele ein bisschen. Ra, ra, nimm das. Ich liebe Dinos. Die sind voll cool. Und wären die besten Haustiere. Na egal, wo war ich? Ach ja. Oh, meine Grace. Sie hat eine so lebhafte Fantasie. Ich wünschte, ich könnte etwas für sie tun. Mal überlegen. Oh, das würde ihr gefallen. Aber das ist zu teuer. Das kann ich mir nicht leisten. Was mache ich jetzt? Warte mal. Ich kann ihr stattdessen etwas basteln. Dafür brauche ich nur ein paar Kisten. Und wir haben mehr als genug. Ich fange mit dieser großen Kiste an. Und hier ist meine Schere. Ich mache hier einen diagonalen Schnitt. Der geht runter bis zur Ecke. Das mache ich auch auf der anderen Seite. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich trage Kleber entlang der Kante auf. Aber ohne ihn zu verschmieren.
Jetzt klebe ich die Klappen zusammen und hier mache ich ein Loch rein. Aus der zweiten Kiste habe ich einen Dinosaurierkopf gemacht. Der kommt oben drauf. Jetzt anmalen. Grün passt perfekt zum Dinosaurier. Und mit Sprühfarbe geht's richtig schnell. Aber es gibt noch mehr zu tun. Ich mache eine Linie Kleber auf den Kopf, um dieses stachelige Teil drauf zu kleben. Sieht gut aus. Das mache ich auch auf der Rückseite. Ich fange oben an und gehe nach unten. Hier kommt der Schwanz ran. Jetzt noch die letzten Details. Probier es an, Süße. Oh, wie cool. Ich bin ein echter Dino. Roar! Huh, bleib zurück. Ich werde dich kriegen. So furchterregend. Ich könnte einen Tag im Spa vertragen. Aber was soll ich machen? Und wenn ich mir diesen Schmuck anschaue, früher hatte ich Diamanten und goldene Armbänder. Alles hat sich extrem geändert. Aber ich finde den hübsch, Mama. Du siehst immer so schön aus. Das ist lieb von dir. Ich muss los. Tschüss, Grace. Hab einen schönen Tag, Mama. Das ist meine Chance. Ich kann in Mamas Schmuckkästchen plündern. Wow, die ist schön. Ich werde wie ein Model aussehen. Was ist hier noch drin? Schicke Ohrringe. Und diese Ringe. Wow. Endlich zu Hause. Ich fühle mich so erwachsen. Mama ist schon zurück. Oh, das ist nicht gut. Hi, Grace. Ich bin wieder da. Ich muss mich entspannen. Was mache ich jetzt? Alles verheddert. Ich bekomme voll den Ärger. Komm schon. Oh, das klappt nicht. Drosseln wir das Tempo. Perfekt. Wow. Hey, das ist ziemlich cool. Hätte nicht gedacht, dass das klappt. Mama? Sie merkt nicht, dass ich hier bin. Hey, ich kann den Karton nehmen. Ist genau, was ich brauche. Ich lege meine Hand drauf und zeichne drumherum. Ich mache den Umriss meiner Hand. Das wird toll. Und Mama wird beeindruckt sein. Okay, das ist geschafft. Jetzt schneide ich die aus. Dann kommt Kleber drauf. Ich trage den auf die Handfläche auf. Es darf nicht zu wenig sein. Das sieht gut aus. Da klebe ich eine zweite Hand drauf. Und dann wird das angemalt. Dieses Orange ist schön leuchtend. Gefällt mir. Jetzt muss es trocknen. Ich mache noch einen Sockel aus einem runden Stück Karton. Und so sieht's fertig aus. Schlag ein! Oh, ich habe Mama vergessen. Ich kann nicht den ganzen Tag rumhängen. Ich habe noch einiges zu tun. Entschuldigung, ich muss durch. Ups, die hätte ich fast vergessen. Das Rumgehetze macht hungrig. Ich brauche einen Snack. Und ich weiß, wo ich den herbekomme. Mama hat sicher nichts dagegen. Lecker, du bist doch eh auf Diät, Mama. Puh, ich bin fix und fertig. Zurück zur Normalität. Hey, Mama. Was ist hier los? Schau dir meine Halsketten an. Was hast du getan? Kein Grund zur Panik. Alles unter Kontrolle. Was ist das? Ist das für meinen Schmuck? Was für eine gute Idee. Ich stecke hier meine Ringe drauf. Das ist großartig. Alles ist ordentlich aufgeräumt. Unglaublich, dass du das gemacht hast. Du bist so begabt. Ja, ich weiß. Und das ist wirklich handlich. Verstanden? Du verdienst eine Belohnung. Hä? Wie ist das passiert? Sehr seltsam. Danke, Mama. Ich liebe Schokolade. Voll lecker. Hier, bitte sehr. Danke, Schatz. Lass dich umarmen. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Papa, kann ich Seife für das Geschirrspül nehmen? Oh, du spülst ab? Klar. Nimm diese Seife, kein Problem. So viel Seife. Glitschig und schaumig. Das ist mir etwas zu viel Lärm für einfaches Geschirrspülen. Ich schau besser mal nach. Oh, das ist ja ein Riesenchaos. Statt deinen Fingern solltest du vielleicht den Schwamm benutzen. Nein, Schwämme sind für Langweiler. Hände machen Spaß. Siehst du, alles sauber, sogar meine Finger. Moment mal, ich glaube, ich habe die perfekte Lösung. Okay, ich brauche diesen Schwamm und nehme ihn auseinander. Ich will diesen grünen rauen Teil und brauche dazu eine Schere. Zeit, diesen Schrubber in Streifen zu schneiden. So, nun die Gummihandschuhe und etwas Kleber. Ich gebe etwas Kleber auf jeden Finger und dann auf die Handfläche des Handschuhs. Jetzt kann ich den größeren Teil auf die Handfläche kleben. Und das gleiche mache ich mit den Streifen und den Fingern. Fertig, das nenne ich mal coole Reinigungshandschuhe. Olivia, schau mal, was ich für dich habe. Echt coole Handschuhe. Oh, die sind echt cool. Her damit. Zieh mir einen über. Oh, die sind echt toll. Ich liebe sie. Ich ziehe auch einen an. Nun wieder an die Arbeit.
Hier, ich gebe etwas Seife auf deinen Schwamm. So, bereit? Lass uns das Geschirr schön sauber machen. Wow, schau nur, wie schnell das vonstatten geht. Wunderbar, all unser Geschirr ist sauber. Gute Arbeit, High Five. Oh, ich hatte irgendwie... Oh, ach, vergiss es. Wir haben das richtig gut gemacht. Oh, oh nein, ich habe die Tasse kaputt gemacht. Jetzt müssen wir noch mehr sauber machen. Ich hab einen Brand. Ich brauche etwas Wasser in meinem Becher. Oh, ich bekomme es nicht auf. Papa? Hä? Hat mich da jemand gerufen? Ich schau besser mal nach. Was ist los? Wasser. Ich will ein Glas Wasser. Ich hab Durst. Ernsthaft? Okay, hier. Ich mach's dir auf. Ich schenk dir auch was ein, damit du nichts verschüttest. Okay, das sollte reichen. Bitte sehr. Yay, Wasser. Yummy, yummy. Danke, Papa. Jetzt kann ich mich wieder meinen Sachen widmen und etwas snacken. Papa! Der macht wohl Witze. Was will er schon wieder? Hm, ich liebe Wasser. So lecker. Papa! Was zum schon wieder? Wasser, Wasser, Wasser. Ach, schon so spät. Ich bin total platt. Ich mache ein Nickerchen. Papa! Hä, was? Stopp! Es muss doch eine Lösung dafür geben. Warte, ich weiß, was zu tun ist. Okay, zuerst nehme ich diesen Papierbecher. Ich verziere ihn besser, damit er ihn auch benutzt. So, Elefant ist angeklebt. Nun diese Flasche Saft. Ich gebe sie einfach in den Becher. Nun mache ich ein kleines Loch und gebe einen Strohhalm hinein. Das sieht aus wie ein Rüssel. Fertig. Ich habe schon wieder Durst. Ich habe kein Wasser mehr. Hey, ich hab was für dich. Ist das nicht toll? Ich stelle es hier für dich ab. Oh, ein Elefantenbecher? Du musst nur den Deckel abschrauben. Tada! Der Saft fließt direkt raus. Dann schließt du den Deckel einfach wieder. Saft aus einem Elefanten? Danke, Papa. Gern geschehen. Jetzt kannst du das alles selber machen und musst mich nicht mehr rufen. Saft ist so lecker. Ha, Papa ist weg. Hehe, ich hab eine gute Idee. Komm her, Elefantensaft. Wer braucht schon einen Becher? Saft! Njam, njam, njam. Hä? Moment mal, wo ist der Saft hin? Er ist weg. Papa! Oh, mir geht's nicht gut. Schätzchen, fühlst du dich etwas schlapp? Ja. Okay, ich hab dir was mitgebracht, was dir helfen wird. Hä? Was ist das, Medizin? Nein, Medizin ist ekelhaft. Will ich nicht. Oh, Olivia, aber damit wird es dir gleich besser gehen. Papa, mein Saft ist alle. Ich brauche mehr. Okay, ich hol dir welchen. Moment, ihr Becher, die Medizin? Ich denke, hier kann ich was tricksen. Los geht's. Okay, ich habe ihren Becher und nehme einfach den Deckel ab. Und hier ist die Medizin. Ich öffne die Flasche und gebe sie einfach in den Becher. Passt perfekt. Und dann gebe ich einfach wieder den Deckel mit Strohhalm drauf. Okay, ich glaube, das kann funktionieren. Ein Versuch ist's wert. Schätzchen, ich habe hier was zum Trinken für dich. Yay, ich hab so Durst. Oh mein Gott, sie trinkt es. Es funktioniert wirklich. Hey, Papa, mir geht's schon viel besser. Yay, mir geht's wieder gut. Danke, Papa. Oh, das freut mich sehr, Olivia. Zeit zum Spielen. Komm schon, spiel mit mir, Papa. Schätzchen, beruhige dich bitte etwas, okay? Lass uns Verstecken spielen. Warte, Bücher. Ich will keine Bücher. Weg mit denen. Oh, vielleicht war das doch nicht die beste Idee. Woo! Baum fällt wieder. Woo! Jetzt gehe ich hier rüber. Und dann hier rüber. Dieser Baum muss auch fallen. Boom! Oh, mein Leben ist ein wahrer Albtraum. Keinerlei Frieden hier. Komme, wer das wohl ist. Oh, eine Lieferung. Perfekt. Ich liebe Pakete. Ich bin echt gespannt, was hier drin ist. Vroom! Ah! Bye, bye. Autsch. Das war... Oh. Oh, oh nein. Ich habe es fallen gelassen und es sagt zerbrechlich. Vielleicht ist es noch ganz... Oh, das klingt gar nicht gut. Moment mal, das bringt mich auf eine tolle Idee. Ja, okay. Ich ziehe erst das Tape ab und öffne dann das Paket. Oh yeah.
Das ist kaputt. Mist. Nun brauche ich es erstmal nicht. Ich will den Karton. Ich habe ihn rot bemalt. Sieht gut aus. Nun nehme ich das Cuttermesser, um etwas zu schneiden. Ich schneide einfach entlang dieser Linie. So, diese Form sieht irgendwie wie ein Gürtel aus. Aber das brauche ich nicht. Oh warte, ich hab's. Es braucht etwas Dekoration. Sticker sind eine wunderbare Lösung. Überall Fahrräder und Herzen. Großartig. Ich platziere es direkt hier an der Treppe. Olivia, komm mal. Ich hab was für dich. Wow, was ist das? So cool. Hier kannst du dein Fahrrad aufbewahren. Danke, Papa. Jetzt liegt es nicht mehr auf dem Boden rum und du weißt immer, wo du es finden kannst. Ganz ehrlich, eine meiner besten Ideen. Ah! Autsch, das soll wohl ein Witz sein. Oh mein Gott, die sehen absolut köstlich aus. Yay, ich will auch einen, danke. Ich weiß nicht, ob ich dem Artikel so zustimmen kann. Kekse. Nun, ein, zwei gute Punkte sind schon dabei. Ich muss etwas mehr nachlesen, glaube ich. Moment. Wo sind all meine Kekse hin? Die Schüssel ist komplett leer. Olivia! Hi, Papa. Sie hat meinen ganzen Snack gegessen. Okay, meine Snacks sind unter dem Kissen versteckt. Die Luft ist rein. Olivia ist nicht zu sehen. Ich habe mich schon den ganzen Tag drauf gefreut. Ich liebe diese Käsesnacks. Sie sind so lecker. Ich schalte noch meinen Film ein. Ich will sehen, wie er endet. Hi, Papa. Oh, Käsesnacks. Gib mir welche. Tschüss, Papa. Oh, ich habe hier einfach nie meine Ruhe. Das nervt mich total. Ich muss mir was einfallen lassen. Okay, ich glaube, ich hab's. Ich habe diesen Topfdeckel. Ich lege ihn verkehrt herum auf meine Schüssel mit Snacks. Jetzt brauche ich was, was sie nicht ausstehen kann. Brokkoli ist perfekt. Ich lege diese Röschen einfach auf den Deckel. Sie decken meine Käsesnacks ab und niemand wird sie je sehen. Nur noch ein paar hier und hier. Perfekt. Zurück zu meinem Film. Ja, ich glaube, das wird echt funktionieren. Papa, kann ich bitte ein paar Snacks haben? Warte, was ist das? Brokkoli? Wie eklig. Warte, willst du nichts von meinem Snack abhaben? Nein, ich geb's. Haha, es hat echt funktioniert. So schnell ist sie noch nie abgehauen. Ich will den Brokkoli auch nicht essen. Ich will natürlich den Käsesnack haben. Richtig, komm zu Papa. Zeit, meinen Snack zu genießen. Ah, das habe ich mir echt verdient. Ich habe so hart gearbeitet. Oh. Ich komme schon durch. Können Sie das überprüfen, Frau Lehrerin? Mein Telefon. Ist nicht so schlimm. Ich will das hier. Okay. Tolle Arbeit. Der ist zu groß, um hier reinzupassen. Hey, Vorsicht! Zum Glück habe ich es vorausgeplant. Ich brauche nur ein paar Federn und eine durchsichtige Telefonhülle. Als nächstes trage ich Kleber auf das Ende der Federn auf. Und dann klebe ich sie auf die Telefonhülle. Das wird jedes schlimme Unglück verhindern. Ich bin so schlau. Außer wenn es um Schulaufgaben geht. Bin fast da. Puh, geschafft. Hey, was soll das? Was ist das für ein Ding? Das ist mein Computer. Ich habe keinen Laptop. Du trägst das alles den ganzen Tag mit dir rum? Genau. Wenigstens habe ich dadurch ein Training. Moment, da stimmt was nicht. Komm schon, funktioniere. Ich glaube, da klemmt etwas in der Tastatur. Moment mal. Ah, das ist das Abendessen von gestern Abend. Mein Gott, das ist ja eklig. Cool, ein kostenloser Snack. Ich sammle die Krümel ein. Dann forme ich sie zu einem Keks. Heute muss mein Glückstag sein. Das sieht lecker aus. Und es riecht fantastisch. Das sieht wirklich gut aus. Ich frage mich, ob da noch mehr drin ist. Das kann man nur auf eine Weise herausfinden. Die sind nicht essbar. Wie geht Käfer? Wie sind die denn da reingekommen? Oh, das ist eklig. Wie geht's? Hilfe! Wie geht's, Julie? Was soll das Ganze? Ich bin schon seit Tagen da drin. Psst, hau hier ab. Sie ist ja süß. Tschüss. Das ist doch ganz banal, Miles. Du musst erst meine Tastatur sehen. Du wirst deinen Augen nicht trauen. Jetzt geht's los. Ich drücke einfach auf diese Taste und ein Ständer wird angezeigt. Jetzt kann ich mein Telefon darauf ablegen. Schalten wir es ein. Es projiziert eine Tastatur auf den Tisch.
Es ist wie in einem Sci-Fi-Film. Und mein Telefon ist dabei der Bildschirm. Ich liebe Technologie. Und ich liebe die feinen Dinge des Lebens. Ja, ja, ich bin glücklich mit meiner alten Tastatur. Sie lässt mich nie im Stich. Och, was nicht schon wieder? Das wird langsam lästig. Du blödes Ding. Das war vielleicht wirklich zu heftig. Was hast du getan? Was soll ich denn jetzt machen? Wow, sieh dir mal Claires Tastatur an. Das ist ja cool. Sie hat echt Glück. Das bringt mich auf eine Idee. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Zuerst gebe ich Kleber auf die Tasten. Das sollte reichen. Dann klebe ich sie an den Schreibtisch. Ich mache das Gleiche mit den anderen Tasten. Das sieht doch gut aus. Perfekt. Versuchen wir es mal. Wow, echt toll. Was macht er da? Er ist so seltsam. Egal, ich hau ab. Sie ist nur eifersüchtig. Ich sollte wohl besser auch gehen. Ich hole nur meine Sachen. Oh, ich wünschte, ich hätte mir das gut überlegt. Das passt doch nie in meinen Rucksack. Es ist Zeit für den Wettbewerb. Wir werden ganz sicher gewinnen. Komm, lass uns gehen. Das ist so peinlich. Hey, ich bin hier, um zu gewinnen. Das werden wir ja sehen. Zeig uns, was du kannst, Schätzchen. Hier ist er. Ich sehe nichts. Das ist wirklich enttäuschend. Hey, komm her. Muss ich das wirklich? Hallo? Was ist hier los? Los, ich sag's Papa. Nur einen Moment. Ich muss mir einen neuen Job suchen. Das tut mir leid. Da ist er. Oh, sehr schön. Sehr hübsch. Zeig ihnen, was wir haben. Muss ich das überhaupt? Dreh dich um. Sieh dir das an. Das ist so praktisch. Und extrem breit. Oh je, zeig mir mehr. Gerne. Es gibt ein nützliches Fach mit Reißverschluss. Was sehe ich mir da an? Es ist perfekt für meine Bücher. Sie passen genau da hinein. Bravo, absolut perfekt. Das kann so viel tragen. Bitte aufhören. Sehen Sie sich das an. Ich glaube, das reicht. Halt, bitte. Das wird schon. Nicht mehr. Ich darf meine Stifte nicht vergessen. Ma'am, das ist gar nicht gut. Das ist so praktisch. Okay, steh auf. Zeig ihnen, was du kannst. Oh yeah, shake it. Stopp, meine Augen. Ich mag es. Ich will einen. Sie können sich meinen ausleihen. Was ist das für ein Geräusch? Versteck meine Schande. Dieses Bild werde ich nie wieder los. Tolle Unterwäsche. Ich denke, wir haben genug gesehen. Es ist Zeit zu wählen. Gut gemacht. Das ist das Beste, was wir bisher gesehen haben. Ist das wirklich Ihr Ernst? Das? Wirklich? Was? Ich mochte es. Na gut. Runter von der Bühne. Geht weiter. Los. Das ist so ungerecht. Das ist alles deine Schuld. Komm, gehen wir. Ruf mich an. Okay, wer ist der Nächste? Ich bin dran. Jetzt geht's los. Hallo, ich heiße Miles. Wo ist dein Rucksack? Oh, genau. Moment mal. Tada! Was sagen Sie? Ach ja, es ist nur eine Box. Dafür sind wir den Butler los. Einen Moment noch. Fast fertig. Moment. Das ist ganz schön anstrengend. Er ist unglaublich. Okay, fertig. Schauen Sie es sich an. Wow. Es fehlt nur noch ein bisschen Farbe. Dieses Blau sieht toll aus. Nur noch ein bisschen mehr. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Ich bin damit fertig. Hier, bitte sehr. Ziemlich toll, nicht wahr? Wow. Hervorragend. Ich meine es ernst. Wunderschön. Junger Mann, Sie sind ein Künstler. Ja, genau. Ich werde langsam emotional. Okay, okay. Es ist Zeit zu wählen. Diese Entscheidung sollte einfach sein. Sie sind unser Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Was? Im Ernst? Wahnsinn! Moment mal, wir haben eine Prüfung? Ich habe nicht gelernt. Das wird nicht gut gehen. Okay, ihr könnt anfangen. Und nicht schummeln.
Was bringt das? Ich werde doch eh durchfallen. Es muss doch was geben, was ich tun kann. Was macht Miles da? Das läuft nicht gut. Moment, ich habe eine Idee. Diese Lineale werden mir helfen zu bestehen. Ich drehe sie um. Dann kann ich meine Notizen darauf kleben. Ich lege meine Notizen rückwärts auf. Und klebe sie mit doppelseitigem Klebeband an. Jetzt kann ich es auf die Lineale kleben. Genau so. Ich falte die Lineale um und die Notizen sind versteckt. Keiner wird es je erfahren. Ich sollte eine 1 fürs Schummeln bekommen. Ich wünschte, ich hätte früher daran gedacht. Ich muss nur die Antworten schreiben. Schummeln? Wirklich? Herr Lehrer? Hey, Miles schummelt. Was? Hä? Ich bin gleich fertig. Oh oh. Ich verhalte mich besser natürlich. Was ist hier los, Miles? Schummelst du? Was ist das? Ein Lineal, warum? Okay, alles scheint gut. Das war knapp. Ich muss mich beeilen. Tja, wenn Miles schummelt, kann ich das auch. Ich mache einfach ein Foto von seinen Antworten. Hey, hör auf! Nicht bewegen! Ach, du bist so nervig. Okay, mal sehen. Ich kann nichts sehen. Das bringt nichts. Es gibt nur eine Lösung. Ich brauche deine Hilfe. Und jetzt warte ich. Das ist meine Chance. Was ist hier los? Ha, das hat tatsächlich funktioniert. Hast du etwas vergessen? Danke, ich liebe dieses Gadget. Ich schicke die Antworten darauf. Und er druckt sie aus. Er ist wirklich nützlich. Und jetzt habe ich alle Antworten. Ich werde jetzt definitiv bestehen. Moment, wie hat sie das gemacht? Ich habe nur 2 Lineale. Ach, egal. Der Ausdruck ist mit einem Kleber versehen. Ich ziehe es ab und klebe die Antworten direkt auf den Test. Ich muss nicht mal was schreiben. Das ist so einfach. Wahnsinn, was kann ich sonst noch drucken? Das ist wunderbar, ich fühle mich so lebendig. Was machst du da? Ich kann das erklären. Ich mag Fotos schießen. Moment, bin ich das? Ich finde, sie sehen gut aus. Jedenfalls, ich bin fertig mit der Prüfung. Gib das mal her. Claire, kann ich das nehmen? Meiner Mutter wird es gefallen. Wow. Sicher, es gehört dir. Das ist sehr schmeichelhaft. Danke. Einen perfekten Kreis zeichnen. Folgt einfach meinen Anweisungen. Es ist eine einzige fließende Bewegung. Wer hat Lust, es auszuprobieren? Das ist zu schwierig für mich. Claire, und du? Oh, Butler? Yes, ma'am. Begleite mich zur Tafel. Das wird sehr einfach sein. Ihr werdet staunen. Ihr könnt jetzt applaudieren. Ist das ein Quadrat? Oh, das ist ja furchtbar. Ignorieren Sie den Hass, Ma'am. Ich hab's gefangen. Was meinen Sie damit, dass es kein Kreis ist? Ich habe Ihre Anweisungen befolgt. Aber nein, du hättest das so zeichnen sollen. Aber genau das habe ich auch getan, sehen Sie? Du hast einen perfekten Kreis gezeichnet. Ich weiß, ich bin die Beste. Was ist gerade passiert? Okay, das war lustig. Sie hat den Kreis gezeichnet. Ist das klar? Ganz klar. Ach komm schon, sieht das noch jemand? Ein Pluspunkt, Claire. Weiter so mit der guten Arbeit. Aber nicht so schnell. Wir dürfen Mams Outfit nicht ruinieren. Vielen Dank, Butler. Das lief besser, als ich dachte. Danke dir. Du darfst jetzt gehen. Ich fange besser an zu üben. Versuchen wir das noch einmal. Oh, es war ganz knapp. Das ist schwieriger, als es aussieht. Was soll ich denn jetzt tun? Es ist einfach zu schwierig. Ich spiele stattdessen mit diesem hier. Das macht viel mehr Spaß. Äußerst hypnotisierend. Moment mal, damit kann ich einen Kreis zeichnen. Das war echt cool. Frau Lehrerin, Frau Lehrerin. Miles, lass mich in Ruhe, während ich mein Geld zähle. Okay, wer ist der Nächste? Miles? Ja, jetzt ist meine Zeit gekommen. Okay, Büroklammer, enttäusch mich nicht. Ich halte die Büroklammer mit meinem Finger fest und benutze dann den Stift, um sie zu drehen. Ist der nicht toll? Sehr beeindruckend, Miles. Der ist so klein. Warte mal. Du kannst dich setzen, Miles. Das ist großartig. Miles, leg den Stift weg. Er ist kreisverrückt.
Ich kann nicht aufhören. Ich habe zu viele Kreise zu zeichnen. Kreise, Kreise, Kreise. Muhahaha. Jetzt ist es passiert. Er ist verrückt geworden. Nein, nein, nicht. Oh, was würde ich nur ohne dich tun, Butler? Miles, hör auf. Komm wieder zu dir. Schau, was du getan hast. Wahnsinn, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Kann mir jemand helfen, bitte? Ich liebe Schulaufgaben. Hoffentlich hat die Klasse gelernt. Oh mein Gosh, nichts davon ergibt Sinn. Miss, Miss, ich habe eine Frage. Ich brauche Hilfe. Ahem, bitte lies, was auf der Tafel steht, Julie. Es werden nun keine Fragen mehr gestellt. Der Test beginnt gleich. Oh, stimmt. Ich habe nur geübt, wie man sich meldet. Mhm, klar. Natürlich. Hey, ich bin hier wegen dem Test oder sowas. Na, nervt das. Ich habe gar keinen Bock auf den Test. Die da drüben sieht vorbereitet aus. Dann rutsche ich mit meinem Tisch wohl was näher ran. Miss, Miss, sie rutscht mit dem Tisch näher ran. Also dann, der Test beginnt. Fangt bitte an. Okay, ich schaffe das. Ich muss nur die Fragen beantworten. Ich dehne mich etwas, bevor ich beginne. Zum Glück habe ich einen Spicker dabei. Ahem, was glaubst du, was du da tust? Wusste ich's doch. Ein Spicker. Gib den her. Fang nun an, die Fragen zu beantworten. Mir doch egal. Ich habe noch mehr Spicker dabei. Denk nicht mal im Traum dran. Das nehme ich. Echt jetzt? Die ist ja wie ein Ninja. Irgendwie cool, aber... Okay, wie beantworte ich jetzt die Frage? Vielleicht sollte ich diesen Spicker hier benutzen. Das ist mein letzter Spickzettel, den ich vorbereitet habe. Hey, was hast du da im Federmäppchen? Ein weiterer Spicker? Gib das her. Hier, nimm meine Stifte und fang an. Mein Stift. Vielleicht könnte der mir weiterhelfen. Ja, doch, das könnte eigentlich funktionieren. Als erstes erhitze ich die Messerklinge mit einer Flamme. Soweit, so gut. Jetzt ist sie heiß. Dann mache ich ein kleines Loch in den Stift. Etwa so. Nun brauche ich zwei Zahnstocher und ein Gummiband. Das Gummiband wickle ich um den Zahnstocher. Okay, der Spicker, den ich vorbereitet habe, wird nun in den Stift geschoben. Die Zahnstocher helfen beim Einrollen. Und dann wird der Stift wieder zusammengesteckt. Perfekt! Ja, ja, das wäre echt eine geniale Erfindung. Oh, ach ja, der Test. Ich sollte mal anfangen. Ich bin ein richtiger Profi im Urbalancieren. Hey, Stifte weg, die Zeit ist um. Bitte legt alle Stifte jetzt weg. Ach, ich liebe Schulaufgaben. Der Test war sowas von einfach, richtig easy. Wie, der Test ist schon um? Ich habe noch nicht mal angefangen. Hey, wie geht's? Ich setz mich mal zu dir. Oh, wieso kriege ich keine Creme raus? Mach schon, das ist echt blöd und frustrierend. Ich drück einfach ganz fest. Ja! Ah, was zum Geier machst du denn? Ups, deine Creme ist auf meinen Händen und meiner Tasche. Die Tasche ist nun ruiniert. Oh Mann. Nein, kein Grund zur Panik. Ich kümmere mich drum, versprochen. Und jetzt macht sie einfach die Fliege. Da ist so viel Creme drauf, eine Riesensauerei. Okay, ich rette die Tasche mit einer Papierrolle und etwas Kleber. Das sollte reichen. Dann befestige ich Papier ringsherum. Okay, genau so. Mit einer Schere schneide ich die Enden. Noch ein paar mehr. Gut, Zeit für etwas Kleber. Die Enden kann ich nun einknicken und auch festkleben. Meine arme, arme Tasche. Vielleicht kann ich die Creme ja wegwischen. Ha, was macht sie da? Oh, versucht die Creme wegzuwischen. Ich mach mal besser weiter. Sie sieht traurig aus. Gut, die Enden sind alle festgeklebt. Zeit für etwas Dekoration. Hierfür nehme ich etwas Gelb. Das sieht schon richtig gut aus. Kann ich die Creme vielleicht absaugen? Oh, hey! Oh, lass meine Tasche los, du blöder Staubsauger! Nein! Auf! Bitte, gib her! Das gehört mir! Wow, die rastet ja komplett aus da drüben. Ich male noch eine Zitronenscheibe dazu. Und male die Ränder hinzu, damit sie hervorstechen. Süß, ich liebe Zitronen so sehr. Ich male den Früchten noch einen kleinen Freund hinzu. Nun befestige ich gelbe Papierstreifen auf der Oberseite. Nice, sieht gut aus. Zeit für mehr Dekoration. Ich darf die Buchstaben nicht zu groß malen. Dann male ich sie aus. Das Blau gefällt mir sehr gut. Okay, die Buchstaben sind nun ausgemalt. Dann brauche ich noch etwas Wellpappe. Damit schließe ich das Ende der Röhre und klebe noch mehr Papier darüber. Okay, und nun kommt der Cremespender obendrauf. Den befestige ich mit Kleber an der Röhre. Soweit, so gut. Und nun kommt der Klettverschluss hinzu. Den befestige ich in der Innenseite der Röhre. So kann man die Röhre öffnen und jederzeit schließen. Darin kann man Stifte sicher aufbewahren. Wow, ich bin wirklich von mir selbst beeindruckt. Na los, Babyhand, du kannst die Creme entfernen. Ich glaube an dich. Hey, Julie, ich bin wieder da und ich habe was für dich. Oh, sie ist sehr vertieft. Hey, Julie, reiß dich zusammen. Na los, stell dich nicht so an, das ist wichtig. Hey, schau mal, ein neues Federmäppchen für dich. Oh, das ist so süß, das gefällt mir sehr. Vielen Dank. Hier, du kannst mein altes Federmäppchen dafür haben. Das gefällt dir bestimmt so gut wie mir. Oh, klar, das ist echt lieb von dir.
Wie ihr sehen könnt, sind die Farben dieses Bildes himmlisch. Sie erinnern an heiße Sommernächte und einen Drang nach... Okay, bist du bereit zu beginnen? Komm, wir legen los. Keine Sorge, mir geht's gut. Kunst kann gefährlich sein. Beginnt nun auf euren Leinwänden zu malen. Ich bin hier, wenn ihr Fragen habt oder Hilfe braucht. Okay, ich bin bereit, so richtig loszulegen. Exzellent, die Farben sprechen für sich. Ich brauche noch mehr Farben für mein Bild. Oh, Farben, gib mir mehr Farben. Mehr, diese Farben und diese hier auch. Yes, genau so habe ich mir das vorgestellt. Nice. Genau so, das ist Leidenschaft. Macht weiter so. Hm, die Farbe scheint leer zu sein. Dann nehme ich eben eine andere. Hä? Wo sind all die Farben hin? Hey, die liegen alle bei ihr. Wie gemein, was mache ich denn jetzt? Und noch etwas mehr hier. Yes, perfekt. Das ist lächerlich. Wie soll ich mit einem leeren Stift malen? Hm, einen Augenblick, ich habe eine Idee. Los geht's. Ich liebe diese Malbücher. Wo sind sie denn? Die kommen mit. Erwischt. Oh, ich dachte, ich hätte irgendwas gehört. Wo sind meine Wattestäbchen hin? Meine Ohren jucken doch. Oh nein, oh nein. Schon gut, beruhig dich. Alles wird gut werden. So, ich habe noch meine Ersatzstäbchen. Alles wird gut. Gut, der erste Schritt meines Plans ging auf. Und nun ran an die Arbeit. Ich wickle das Ohrstäbchen um ein Taschentuch. Anschließend wird Tesafilm ringsherum gewickelt. Mir gefällt lila Tesafilm richtig gut. Echt hübsch. Das wickle ich nun um das Stäbchen. Sieht toll aus, oder? Was jetzt nur noch fehlt, ist Farbe. Wie diese Lebensmittelfarbe. Ich tunke die Watte in Farbe. Mal sehen, ob das funktioniert hat. Mein Kunstprojekt ist gerettet. Und wieso jetzt aufhören, wenn ich einen ganzen Regenbogen haben kann? Okay, zurück zum Kunstprojekt. Zack. Hallo Leinwand, hast du mich vermisst? Und nun geht's los. Ich bin ein wahrer Künstler. Perfekt, das ist ein richtiges Meisterwerk geworden. Okay, Leute, zeigt mal her, was ihr gemalt habt. Das ist mein Bild, ist das nicht toll? Mein Bild zeigt, wie man sich in einem dunklen Treppengang fühlt. Okay, da muss ich mal näher rangehen. Okay, mir gefällt, wie das Blau mit dem Orange harmoniert. Okay, du hast ein harmonisches Gekritzel. Oh, was ist das denn? Woher kommen diese kleinen Stifte? Exzellent, die sind toll. Sehr gute Arbeit. Die leihe ich mir dann kurz aus, darf ich? Nur zu, kein Problem. Viel Spaß damit. Also dann, mein Notizbucheintrag, der noch fehlt. Oh mein Gott, was habe ich nur getan? Oh, der Stift ist so cool. Der gefällt mir am besten. Wow, siehst du auch, was ich sehe? Okay, ich muss schauen, wie viel Geld ich habe. Ich habe bestimmt genug, um den zu kaufen. Wow, das sind aber viele Münzen und wenig Scheine. Hier liegt ein alter Stift. Bin gleich wieder da. Okay, der Stift ist echt öde. Mal sehen, wie lang der ist. Und ein Schnitt hier. Ein bisschen Kleber hier. Und nun kommt die Plastikkapsel oben drauf. Jetzt fehlt Schaum. Es kommt ein Streifen Kleber auf den Schaumstoff. Dann wird er um die Stiftmine gewickelt. Schön gerade und eng. Mit der Röhre mache ich kleine Kreisformen auf den Schaumgummi. Noch mehr Kleber und auch Glitzer kommt dazu. Das kommt nun in die Röhre und auch Flüssigkeit darf nicht fehlen. Das Ende wird auch mit Kleber und Schaumgummi versiegelt. Und nun kommt Kleber auf das Stiftende. Nun wird die Glitzerröhre befestigt. Oh gosh, ist das Einhorn nicht süß? Du kommst auch an den Stift. Noch mehr Kleber und du kommst auf das Stiftende, kleines Einhorn. Yay, mein schöner Stift ist endlich fertig. Hey Julie, ich habe noch was für dich. Hier, guck mal, der Stift. Was? Oh mein gosh, der ist voll schön. Oh. Du bist meine allerbeste Freundin. Warte mal einen Moment, ich habe auch noch was für dich. Hier, dieses kleine Origami. Wow, okay, danke dir, echt. Oh je, sie ist nicht gut im Papierfalten. Wow, wie das glitzert. Echt schön. Das ist der beste Stift auf der Welt. Hallo, willkommen bei unserer Show. Wir haben eine Überraschung für euch. Das heutige Spiel beruht komplett auf Glück. Das Budget der Teilnehmer wird von der Schwerkraft bestimmt. Danke, danke. Wir brauchen zwei Zuschauer. Wer hat das Glück auf seiner Seite? Wie wär's mit dir, junge Dame? Hä? Was zum... Wow, wie aufregend. Seid ihr bereit zum Spielen? Schaut euch das an. Oh-oh, passt auf. Ah! Ups, der gehört wohl Batman. Schau mal hier rein. Schaut euch all das Bargeld an. Wow. Das ist es nicht. Sorry, Mädels. Der ist ja gemein. Was ist hiermit? Es glänzt total. Ich will es anfassen. Nein, noch einmal schauen. Der ist etwas strange, oder? Ihr müsst entscheiden, wer reich und wer arm sein wird. Oh, okay. Ich
nehme den roten Ball. Lass die Spiele beginnen. Also, was nun? Lassen wir die Bälle fallen. Wo der Ball landet, bestimmt unser Budget. Scheint ziemlich einfach zu sein. Und los. Komm schon, reich. Nein. Oh, wie unfair. Wuhu. Können wir das nochmal machen? Ich glaube, ich werde wieder Glück haben. Ich wusste es. Soll das ein Witz sein? Okay, lass uns anfangen. Das ist alles, was ich bekomme? Ich bin reich, wuhu. Oh, wow. Zeit für mein Happy Dance. Service. Hallo, Madam. Ich nehme Ihnen die Jacke ab. Ich liebe es. Hör auf, es reinzureiben. Ein roter Teppich. Ich dachte, das gibt es nur in Filmen. Noch eine Sache, Madame. Wow, Blütenblätter. Die habe ich aus dem Garten meiner Mutter gestohlen. Ernsthaft? Was ist mit mir? Oh, ich weiß schon. Ich werfe meine eigenen Blätter. Keine große Sache, seht ihr? Ich bin so hungrig. Das Menü, Madame. Toll, danke. Wow, echt teuer. Ich hoffe, es schmeckt. Ah, so viel Auswahl. Ich will euer Bestes essen. Aber hallo, ich meine natürlich, Madame. Und schnell bitte. Ich freue mich schon total. Ich nehme Reis. Eine Schüssel Reis, bitte. Das ist alles? Bringen Sie einfach das Essen, okay? Danke. Schätze, hier gibt es kein Trinkgeld. Es ist so schön, im Restaurant zu essen. Möge das kulinarische Abenteuer beginnen, Madame. Darf ich? Man sagt, das Auge isst mit. Das Essenserlebnis sollte also ein Vergnügen sein. Ich streue etwas Pulver über den Teller. Wow! Nun etwas Soße. Ein sehr delikater und angenehmer Geschmack. Die hier sind frisch aus unserem Biogarten. Oh, ich liebe deinen Schnurrbart. Okay, Madame. Wow, sieht großartig aus. Bravo. Das lade ich definitiv hoch. Meine Freunde werden neidisch sein. Ich freue mich schon zu probieren. Ihre Schüssel mit Reis. Danke. Etwas langweilig. Aber was kann ich tun? Oh, ich hab's. Kochen ist nicht allzu schwer. Es erfordert nur etwas Fantasie. Ups, sorry. Schon besser. Probieren wir mal. Das ist gut. Ihre Serviette, Madame. Das ist echt fancy. Solchen Service habe ich noch nie genossen. Echt lecker. Wo ist meine Serviette? Ha, hab eine. Stimmt nicht ganz. So ist es besser. Alles ist total frisch. Ich werde sogar massiert, während ich esse. Ah, ganz sanft, Kumpel. Schon besser. Ich liebe meinen Job. Wow, mein Post. Er hat schon total viele Likes. Ich bin so beliebt. Wie ist dein Reis, Olivia? Lecker. Keine 5 Euro wert, aber trotzdem gut. Okay, los geht's. Ich will nochmal reich sein. Nein, es ist bei Arm gelandet. Können wir tauschen? Und ich bin diesmal reich. Wow, das ist mehr als erwartet. Was soll ich bitte mit 5 Euro anstellen? Ich könnte Bus fahren. Kumpel, schon von Deo gehört? Das brennt in meiner Nase. Oh, komm schon. Ich übergebe mich gleich. Oder ich könnte Fahrrad fahren. Puh, das ist anstrengend. Darum treibe ich keinen Sport. Nein, besser nicht. Irgendwas muss ich doch tun können. Ein Skateboard. Das wird ein Spaß. Ich meine, es sieht echt einfach aus. Was könnte schon schieflaufen? Und los! Wow! Oh, war wohl nichts. Das gibt einen blauen Fleck. Aber ich gebe nicht auf. Ich versuch's nochmal. Gleichgewicht ist am wichtigsten. Ich muss nur mehr üben. Was für ein Leben. Stressfrei und reisen mit Stil. Oh, können Sie meinen Koffer nehmen? Danke, Schätzchen. First Class ist definitiv mein Standard. Wo sind die Mitarbeiter? Fräulein? Alles ist in Ordnung. Hervorragend, Fräulein. Ihr Flug wartet. Oh, Sie sind stark.
Da könnte ich mich dran gewöhnen. Fast geschafft, Fräulein. Heißes Tuch, Fräulein. So erfrischend. Wunderbar, danke. Aber ich habe etwas Hunger. Wow, das ist perfekt. Okay, Skateboard fahren war keine gute Idee. Aha. Glückslose gibt es hier. Wer will den Jackpot knacken? Ich nehme ein Los. Reicht das? Klar, such dir ein Los aus. Das hier. Wünsch mir Glück. Oh, okay. Und wie schaut's aus? Ich glaube, ich habe gewonnen. Wow, großartig. Ich kann's nicht glauben. Seht ihr, sie hat gewonnen. Ich frage mich, was Claire macht. Was machst du da? Wir sitzen nebeneinander. Aber das muss ein Fehler sein. Wow, First Class. Du wirst es nicht glauben, ich habe das Ticket im Lotto gewonnen. Was für ein Glück. Yeah. 3, 2, 1, los. Mal sehen, wo er landet. Reich? Ja, ich liebe dieses Spiel. Damit komme ich klar. Das wird langsam langweilig. Da stimmt was nicht. Nur ich, mein leckerer Burger und die Natur. Was ist das? Pommes, Madame. Ich hoffe, die ist knusprig. Mmm, ist sie. Genieße den Ausblick. Wow, was für ein Fisch. Der ist echt cool. So einen hätte ich gerne als Haustier. Das wäre großartig. Aber wie? Ich könnte mein eigenes Haustier fangen. Aber ich habe keine Angel. Vielleicht kann ich selbst eine bauen. Ein Versuch ist es wert. Oh, den Strohhalm brauche ich auch. Ich beginne mit der Burgerschachtel. Ich schneide oben ein Loch rein und schneide ein Stück von dem Strohhalm ab. Dann schiebe ich eine Garnrolle darauf. Jetzt stecke ich den Strohhalm in die Schachtel. Den anderen Teil des Strohhalms stecke ich vorne in die Schachtel. Ich werde einen Griff brauchen. Ich ziehe den Faden durch den Strohhalm. Testen wir das mal. Sieht gut aus. Zeit, einen Fisch zu fangen. Ich brauche etwas mehr Faden. Diese Pommes ist mein Köder. Ich wickle einfach den Faden drumherum. Ich glaube, ich bin fertig. Okay, und los. Jetzt heißt es warten. Ich glaube, ich hab was. Was zum... Ups. Hi. Ist das eine Pommes? Bist du verrückt? Nun, darauf möchte ich nicht antworten. Okay, das lief nicht ganz nach Plan. Versuchen wir das nochmal. Hier, Fischi. Da knabbert jemand. Wow, das ging echt schnell. Was für eine Schönheit. Was macht sie da? Ihr Fernglas, Fräulein. Ich möchte einen genaueren Blick darauf werfen. Du bist so süß, Gloria. Oh, so ist das also? Ich hol dir besser etwas Wasser. Mein Becher reicht aus. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Mach es dir bequem. Die Fischbroschüre sofort. Natürlich, Fräulein. Ich will auch ein Haustier, aber etwas Exotischeres. Das ist zu normal. Nein, das auch nicht. Oh, die sehen gut aus. Ich will den hier. Hervorragende Wahl, Fräulein. Ich kann es nicht glauben, ich bin in einem U-Boot. Siehst du das? Das sind echt scharfe Zähne. Ich hoffe, ich werde nicht zum Fischfutter. Und los! Komm schon! Oh, das ist nicht gut. 15 Euro und ich habe 1000 Euro, ja! Es ist Fototag. Ich muss gut aussehen. Hä? Was ist das? Ich frische schnell mein Make-up auf. Ich liebe diese Farbe. Es ist einfacher roter Lippenstift. Ich kann das auch. Und meiner ist einmalig. Wirklich einzigartig. Zuerst brauche ich etwas Vaseline. Ein Löffel sollte ausreichen. Dann muss ich es schmelzen. Ich halte den Löffel über eine Kerze. Und Vaseline wird flüssig werden. Dann breche ich einen Wachsmalstift in einen Behälter und gieße die Vaseline drüber. Vermischt ergeben sie einen selbstgemachten Lipgloss. So exklusiv!
Ich benutze diesen Pinsel, um ihn aufzutragen. Fühlt sich echt gut an. Echt gut, was? Was machst du da? Ich trage etwas Bling auf. Moment mal. Ich schaff das gleich. Oh, das geht nicht. Hey, ich brauche etwas Hilfe. Oh, Schätzchen, du sprichst meine Sprache. Ich will die im Gesicht haben. Kein Problem. Du wirst umwerfend aussehen. Weniger reden, mehr aufhübschen. Oh, du bist echt frech. Ha, neidisch? Schon okay, gib's einfach zu. Ich hab die hier und mein Make-up. Schau zu und lerne. Ich klebe die Sticker auf mein Gesicht. Das sollte reichen. Jetzt trage ich etwas Make-up auf. Ich brauche nur ganz wenig davon. Ich drücke den Pinsel über die Sticker und mache das gleiche auf der anderen Seite. Dann entferne ich die Sticker ganz vorsichtig. Das hinterlässt kleine süße Herzen. Süß, was? Und ich habe das alles selbst gemacht. Ich weiß, ich sehe gut aus. Aber, das ist unfair. Hey, komm zurück, ich will mehr. Oh, okay. Wenn du das willst. Darling, ich werde dich zum Strahlen bringen. Sie nimmt das wirklich persönlich. Wow, hat jemand das Licht angemacht? Was hältst du davon? Oh, meine Augen. Puh, ich bin noch nicht zu spät zum Unterricht. Hey, Olivia. Leo, hier drüben. Was? Wer spricht da? Ich kann nicht sehen. Ah! Leo, alles okay? Ich helfe dir. Wo sind alle hin? Danke, Olivia. Leo. Na gut, Schatz. Hier sind all deine Schulsachen. Viel Spaß in der Schule. Sei brav. Ja, klar. Oh, meine Tasche ist zerrissen. All meine Sachen sind auf dem Boden. Oh, weh, Schatz. Okay, keine Sorge. Ich bringe das jetzt in Ordnung. Mal sehen. Hier muss es doch etwas geben, das ich verwenden kann. Es ist an der Zeit, dieses Problem zu lösen. Tada! Ein brandneuer Rucksack. Nur für dich. Wow, echt toll. So, ich gehe jetzt zur Schule. Bis später. Okay, Miss. Welchen Rucksack möchten Sie heute zur Schule mitnehmen? Nicht diesen, der ist zu langweilig und aus der Mode. Okay, Sie haben noch diesen lila und diesen aus Gold zur Auswahl. Ja, genau, den nehme ich heute mit. Ausgezeichnete Wahl, Miss Emma. Hier bitte sehr, Sie werden bestimmt einen schönen Tag haben. Puh, gut, dass das jetzt vorbei ist. Schnell, rate, wird es pink oder grün? Und los, Zeit, die Lösung herauszufinden. Ah, es ist pink. Wow, sieht die Farbe nicht schön aus? Ich spiele so schön! Ugh. What the heck? Ugh, ich versuche hier zu schlafen. Ugh, eben war ich noch gut gelaunt, aber jetzt! Warum musst du so gemein sein? Hast du gerade wirklich etwas nach mir geworfen? Oh, das reicht! Dein Verhalten ist inakzeptabel! Ach ja? Und was willst du dagegen tun, ha? Huh? Zeit für ein Battle! Na los, zeig, was du drauf hast! Ich brauche eine Waffe! Hiya! Eine Schwimmnudel? Du hast gar keine Chance gegen mich. Du wirst dich noch wundern. Die Nudel kann mehr, als du denkst. Nimm das und das. Ha, abgewehrt und angetäuscht. Warum schlägt sie sich so gut mit der Schwimmnudel? Hey, wie wär's ansonsten damit? Eine Kissenschlacht? Was sagst du? Mein Wassermelonenkissen wird dein Untergang sein. Ach ja, zeig, was du kannst. Au! Ich bin aus der Puste. Puh. Oh! Hab ich wirklich verloren? Ja, das hast du. Habe ich dir doch gleich gesagt, du hast keine Chance. Hey, was machst du da? Du meinst mit diesem Schleim in meinen Händen? Ha, nimm das, Schleimbombe! Verdammt, daneben! Oh, ups. Hast du gerade wirklich mit Schleim nach mir geworfen? Sieh nur, was du angerichtet hast. Oh mein Gott, geht das nochmal ab? Weiß nicht, vielleicht? Oh... Oder auch nicht. Soll das ein Witz sein? Der Schleim reißt die Tapete ab. Ob Klebeband das wieder richten wird? Oder Kleber? Oje, das sieht echt nicht gut aus. Ja, das stimmt. Sieht echt hässlich aus und fällt voll auf. Warte mal, die Schwimmnudel. Sieh dir diesen tollen Schwimmnudelregenbogen an. Zeit für ein paar LED-Streifen. Die stecke ich in die Schwimmnudel rein.
Die Nudeln haben wir längst durchgeschnitten, ist also kein Problem. Und nun stecke ich den Regenbogen wieder zusammen. Im nächsten Schritt bringen wir Watte als Wolken an. So weich und kuschelig. Oh mein Gott, guck mal. Oh, zur Abwechslung streiten sie sich mal nicht. Das freut mich wirklich sehr. Du meine Güte, was für ein himmlischer Regenbogen das ist. Meine Mädels sind so kreativ. Das Buch ist gar nicht mal so schlecht. Kapitel Nummer 2. Wir sind ziemlich cool, oder? Okay, Schweinchen, du machst eine Spritztour. Oh, meine kleine Prinzessin ist so süß, wenn sie spielt. Bieb, bieb, wir kommen. Noch schneller, Babyhäschen. Brumm. Au, Autschi. Du meine Güte, was ist denn los? Wieso weinst du? Na los, erzähl Mami, was passiert ist. Oh mein Gott. Hilft das gegen das Aua? Mein armes Baby und ihre armen Knie. Es muss etwas dagegen geben, das ich tun kann. Moment mal. Ich weiß, wie ich meiner Kleinen helfen kann. Warte kurz. Mami hat einen tollen Plan. Ja, hallo? Kann die Lieferung heute erfolgen? Hallo, Sie haben diesen Teppich bestellt, oder? Ich rolle ihn für Sie aus. Ja, das sieht super aus. Brumm. Weiter geht's. Oh, sie hat ihr Wehwehchen schon vergessen. So süß. Ha? Ma'am? Ma'am? Wow, Sie waren wie weggetreten. Sie müssten den Teppich leider bezahlen. Oh ja, stimmt natürlich. Die Bezahlung. Hier für Sie. Das ist genug, oder? Ist das Ihr Ernst? Der Teppich kostet locker einen Huni. Oh, verstehe. Können Sie nicht eine Ausnahme machen? Mist, das ging daneben. Mein armes Baby sieht so traurig aus. Moment mal, ich glaube, das ist die Lösung. Also gut, komm zum Mami, Schwimmnudel. Wir haben Arbeit vor uns. Ich schneide mit dem Messer die Schwimmnudel in der Mitte längs auf. Ich will die Nudel in der Mitte gerade durchschneiden. Nun kann ich diese Hälften auseinanderziehen. Dann mache ich ein paar Schnitte, etwa so. Und zwar auf beiden Hälften der Nudel. Soweit, so gut. Nun muss ich noch ein paar Schnitte hier machen. Ich schneide die Schwimmnudel in gleich große Stücke. Das sieht wirklich gut aus. Und nun ordne ich die Stücke an. Die Stücke ordne ich versetzt an. Das sollte etwa so aussehen. Und fertig, Liebling. Mami hat was für dich gemacht. Das wird dir bestimmt gefallen. Hä? Das hast du für mich gemacht? Wow, wie cool. Los, Bärchen und Häschen, spielen wir weiter. Mami, du bist die beste Mami. Zeit für ein Lied, Bärchen. Bäume singen aber nicht. Muss ich wirklich schon aufstehen? Oh mein Gott, ich habe verschlafen. Ich bin spät dran. Aus dem Weg, aus dem Weg. Nicht nachdenken. Schnapp dir etwas und werf es über. Ja, das passt. Der Schlafanzug muss noch aufgeräumt werden. Okay, Make-up und Frisur sitzt. Ich lasse die Haare offen, das passt so. Und nur noch Puder. Gut, das reicht. Fehlt nur noch der Schmuck. Jetzt sehe ich gut aus und kann losgehen. Moment. Ich muss mir ja noch Socken anziehen. Wieso ist denn hier so eine Unordnung? Oh, da ist eine orangene Socke. Die passt zum Oberteil. Okay, das wird gut aussehen. Und nun fehlt noch die andere Socke. Nope, das ist sie nicht. Die ist rot. Blau. Gelb. Nochmal blau. Oh, wo zum Henker steckt sie? Ich brauche die andere Socke. Die muss doch hier irgendwo sein. Wer braucht so viele Socken? Und wo ist die passende dazu? What the heck? Das ist die letzte Socke. Oh, na schön. Dann ziehe ich eben diese Socke an. Wird das jemand bemerken? Oh, immer kommt sie zu spät und lässt mich warten. Wieso hast du so lange gebraucht? Ich hatte ein kleines Problem. Ein Sockenproblem. Was zum Geier ist ein Sockenproblem? Ah, schon kapiert. Schon gut, ich helfe dir bei deinem Problem. Na los. Okay, wir brauchen ein Stück Filzstoff. Und natürlich den super praktischen Heißkleber. Den Kleber trage ich an den Seiten und in der Mitte auf. Drei Klebestreifen sind genug, finde ich. Dann klebe ich den Filzstoff darüber. Und nun kommt noch mehr Kleber. Zwei Linien reichen und nun zurück zum grünen Filzstoff. Das Ganze wiederhole ich mit verschiedenen Schichten in unterschiedlichen Farben. Und nun kann ich es auseinanderziehen. Tada! Gefällt's dir? Nun sind deine Socken nach Paaren sortiert und du hast die richtigen Socken mit einem Griff. Cool, du bist die Beste! Dann ziehe ich sie jetzt an. Danke, deshalb bist du meine beste Freundin. Nun aber schnell! Vergiss nicht, mich regelmäßig anzurufen und denk dran, diese Pflanze regelmäßig zu gießen. Hier, nimm das und pass gut auf diese Pflanze auf. Ich werde dich vermissen, mein Schatz. Hab dich lieb, bye. Mann, Pflanzen sind nicht so mein Ding. Aber was soll's. Am besten nehme ich dich mit in mein Zimmer. Ich verstehe echt nicht, warum ihr diese Pflanze so wichtig ist. So,
Endlich kann ich so laut spielen, wie ich will. Ich werde eine gute Zeit haben, während sie im Urlaub ist. Yeah, ab geht's! Zeit für Rock'n'Roll! Jetzt wird erstmal gezockt. Ich sollte besser schlafen gehen. Ah, morgens zu trainieren ist das Beste, der perfekte Start in den Tag. Sehr gut, und nun ist Zeit für die Schule. Ich sollte meine Hausaufgaben erledigen und nichts für später aufschieben. Haltet die Dinosaurier auf. Ah, ich komme zu spät, ich muss los! Dieses Spiel macht keinen Spaß mehr, voll lame. Oh, Schluss damit, keinen Bock mehr. Irgendwas habe ich vergessen. War das ein bestimmtes Datum? Oh nein, Mom kommt heute zurück. Oh nee, ich habe wirklich was vergessen. Sie sieht furchtbar aus. Was mache ich denn jetzt nur? Vielleicht kann ich die Pflanze mit etwas Wasser noch retten. Das Wasser der Gießkanne ist echt schon vertrocknet. Oh je. Vielleicht ist Limo genauso gut? Einen Versuch wäre es wert, oder? Nee, lieber nicht. Das hilft mir hier bestimmt nicht weiter. Oh, hey, das könnte funktionieren. Mein Zerstäuber. Na los, trink aus und erhol dich. Funktioniert es? Oh, sieht nicht danach aus. Hey, Moment mal, vielleicht hilft mir die Schwimmnudel weiter. Okay, ich drehe den Blumentopf um. In das Gefäß fülle ich etwas weiße und etwas orangene Farbe. Dann kamen Blau und Pink dazu und zu guter Letzt noch etwas Gelb. Nun gieße ich die Farbe auf den Blumentopf und ich muss vorsichtig sein. Schaut mal, die Farben vermischen sich richtig schön. Hier kommen noch etwas Blau und Grün. Soweit, so gut. Die Farbe auf dem Blumentopf ist nun trocken. Nun schnappe ich mir die Schwimmnudel und schneide sie auf. Dann nehme ich mir ein paar ausgeschnittene Stücke heraus. Es funktioniert, es sieht jetzt schon aus wie eine Pflanze. Okay, die Pflanzenform steht, fehlt nur noch etwas Farbe. Diese grüne Farbe wird die Fake-Pflanze so richtig lebendig aussehen lassen. Wow, das sieht echt gut aus. Und damit die Pflanze wirklich echt aussieht, füge ich Stacheln hinzu. Die Stacheln kleben an der Farbe und sehen toll aus. Super, und mit dem Holzspieß befestige ich die Fake-Pflanze. Mom, endlich bist du wieder zu Hause. Wie war der Urlaub? Sehr erholsam. Ich habe dich vermisst. Wie geht's dir? Gut, ich habe die Pflanzen gegossen, siehst du? Wow, das hast du wirklich gut gemacht. Aber ich hatte dir überhaupt keine Kakteen zum Aufpassen gegeben. Naja, sie sehen schön aus. Du kennst mich, ich habe einen grünen Daumen. Phew. Das freut mich zu hören. Ich habe dir nämlich was mitgebracht. Oh, eine Pflanze für mich. Danke. Ich habe dieses Puppenhaus. Aber wie ihr sehen könnt, fehlt darin ein Sofa. Und ihr sollt eins basteln. Basteln? Wie soll das denn gehen? Moment mal, ich habe eine Idee. Okay, hier steht die Couch. Wollen wir doch mal Maß nehmen. Wo will die denn hin? Seltsam. Ich bastle einfach ein Origami-Sofa. Ich falte das Blatt von Ecke zu Ecke. Dann klappe ich es wieder auf und mache dasselbe mit den anderen Ecken. Jetzt falte ich eine Ecke zur Mitte. Dann falte ich es wieder auf und mache es nochmal. Jetzt falte ich die Kante wieder zur Mitte und immer schön die Kanten nachziehen. Dann wiederhole ich diese Schritte auf der anderen Seite. Soweit, so gut. So, jetzt bin ich so weit wie auf der anderen Seite. Dann kommen jetzt die nächsten Schritte. Noch mehr Falten zur Mitte. Und natürlich wieder auf beiden Seiten. Das Falten wird jetzt schon schwerer. Okay, jetzt falte ich es wieder ein bisschen auseinander. Denn die anderen Ecken müssen auch noch gefaltet werden. Dann wieder auffalten und bis zur neuen Linie falten. Jetzt falte ich es wieder hoch. Und nicht vergessen, dasselbe auf der anderen Seite zu machen. Jetzt wird's langsam. In Ordnung. Jetzt falte ich es nochmal aus und wieder ein. Es soll ein Rechteck werden. Jetzt kann ich die Enden so einknicken, dass eine Art Kiste entsteht. Und auf der anderen Seite auch. Klasse! Davon brauche ich noch eine zweite. Und dann stecke ich die Kisten ineinander. Yippie! Der Teil wäre erledigt. Kommen wir nun zu diesem kleinen Stück Papier. Ich schlage es um, ohne einen Falz zu ziehen, und schiebe es in die Seite. Und auf der anderen Seite auch in Armlehne. Weißt du was? Ich brauche noch Kissen. Tada! Ist das nicht süß? Hier ist mein Sofa, Herr Zauberer. Fantastische Arbeit. Ich muss alles genau abmessen. Ah, okay, jetzt kommt das Rechnen. Komisch, sie ist noch gar nicht wieder da. Oh, sie ist eingeschlafen. Also, ich bin zufrieden mit meinem Werk. Dann stelle ich mein Sofa gleich mal hier in das Puppenhaus.
Nächste Herausforderung. Ihr sollt das hier basteln. Okay, das kriege ich hin. Erstmals ein Blatt Papier. Ich frag mich, wie ich am besten an die Sache rangehe. Ach ja, ich wünschte, ich wäre auf einem echten Boot. Über die blauen Wellen segeln, Sonne und Wind in meinem Haar. Ah, wie entspannt und wundervoll. Ich könnte einen ganzen Sommer auf dem Boot verbringen. Sie ist wohl mal wieder in ihre Tagträume abgedriftet. Aber sie verliert den Anschluss. Ich weck sie mal lieber. Hä? Was? Wir sollen ein Origami-Boot basteln. Oh, ach ja. Okay, ich mach ja schon. Ich beginne damit, das Blatt in der Mitte zu falten. Okay, das ist fein. Guter Anfang. Und jetzt drehe ich es um und falte es auch in die andere Richtung. Und immer schön die Falze nachziehen. Okay, dann öffne ich es wieder und falte die Ecken ein. Das geht so ähnlich wie bei einem Papierflugzeug. Aber es wird natürlich kein Flieger. Wir brauchen noch ein Boot. Diesen Streifen falte ich hoch. Jetzt sieht es schon ein bisschen wie ein Boot aus. Vielleicht kein Boot, aber eine Kapitänsmütze. Der nächste Schritt ist etwas komplizierter. Ich muss es aufklappen und in diese Richtung falten. Diese Ecke schiebe ich unter die andere, dass alles wieder flach liegt. Jetzt falten wir wieder die Ecken hoch. Sieh mal, ein cooles Dreieck. Aber leider noch kein Boot. So, jetzt wieder auf und so rum. Und jetzt der letzte Schritt. Wow, sieh mal, ich habe es auseinandergezogen. Und jetzt ist es ein Boot. Es ist nicht prima geworden? Also mir gefällt's. Jetzt haben wir zwei kleine Boote. Wir sind so gut. Sehr gut, Mädels. Den Test habt ihr bestanden. Hey, warte mal. Komm mit, wir probieren sie mal aus. Hey, wo wollt ihr denn hin? Okay, die Wanne ist voll. Bereit für eine Segelpartie? Juhu, sieh nur, sie schwimmen. Wie süß. Oh, sie weichen auf. Naja, sie sind halt nur aus Papier. Puh, ich muss mich unbedingt mal um meine Nägel kümmern. Oh, ihr seid wieder da? Fein, das ist eure nächste Challenge. Fingernägel? Alles klar. Zeit für mein Maniküre-Set. Mal sehen, womit fange ich an? Ich denke, ich nehme die blauen. Die passen zu meinen Sachen. Na, dann kleben wir die mal auf. Ja, sieh dir das an. Aufgabe erledigt. Wie bitte? Oh nein, so habe ich das nicht gemeint. Wow, deine Nägel sind lächerlich. Ich löse das wieder mit Origami. Ich nehme diese Ecke und falte sie bis an diese Kante. Dann die andere Ecke und oben entsteht ein Dreieck. Dasselbe mache ich mit dieser Seite, dass noch ein Dreieck entsteht. Und dann diese Ecke auch. Okay, jetzt falte ich diese Seite zur Spitze. Und dann nochmal in der Mitte. Fertig ist das Dreieck. Gut, dann öffne ich es wieder und falte diese Ecke herunter. Dann klappe ich sie wieder zu. Und den Rest falte ich auch noch um. Das ist eine ganz schöne Falterei. Ich will auf jeden Fall weiterhin scharfe Falze haben, auch wenn das Papier immer dicker wird. Das ist etwas knifflig. Ich muss das ein bisschen aufdrücken und die Ecke einstecken. Aber das war's schon. Sieh hier, hier kann ich meinen Finger reinstecken. Tada! Was sagt ihr zu diesen Fingernägeln? Schaurig, sehr gut gemacht. Warum sind meine Nägel nicht gut genug? Du solltest mal dein Gesicht sehen. Oh Mann, du bist so gemein. Was meinst du, was wir als nächstes basteln müssen? Kraniche, das ist eure nächste Challenge. Wie soll ich das nur anstellen? Ja, ich glaube, ich weiß, womit ich anfange. Oh, ich weiß, was ich mache. Ich habe hier meine Kopfhörer. Die stecke ich mir in die Ohren. Fantastisch. Und jetzt spiele ich diese Playlist ab. Ja, die ist gut. Genau mein Ding. Dann legen wir mal los. Ich beginne wie immer mit dem Falten von Ecke zu Ecke. Und dann die anderen Ecken auch noch. Als nächstes lege ich die Kanten aufeinander. Den Falz fest nachziehen und wieder öffnen. Und dann dasselbe mit der anderen Kante. Okay, jetzt falten wir es wieder auseinander und es wird etwas kniffliger. Ich nutze die vorhandenen Kniffe, um dieses Dreieck zu formen. Jetzt falte ich diese kleinen Kanten zur neuen Mitte. Sehr schön. Und die andere Seite auch. Die kleine Ecke hier oben falte ich auch ein, aber auch gleich wieder zurück. Dann drehe ich das Ding um und mache dasselbe mit den anderen Kanten. Okay, wieder umdrehen und wieder öffnen. Auch ein komplizierter Kniff. Aber jetzt sieht es wie ein Diamant aus. Jetzt falten wir wieder diese Kanten ein.
Sie sind inzwischen ganz schön klein geworden und weiterhin schön scharf nachziehen. Und was jetzt? Umdrehen und auf der anderen Seite auch natürlich. Der nächste Schritt gefällt mir. Der macht echt Spaß. Dieses wie ein Bein aussehende Stück wird jetzt hochgefaltet. Und die Spitze nach unten. Wir sind auf der Zielgeraden. Jetzt brauchen wir eine Schere. Wir schneiden hier entlang bis zur Mitte. Dieser Flügel wird so runtergeklappt und der andere auch. Und diese kleinen Stücke falten wir so ein. 1, 2, 3 mal kniffen. Ja, sieh doch, ich habe einen Origami-Kranich gebastelt. Wie süß. Sieh nur, er führt einen Kranichtanz auf. Okay. Sie ist schon wieder völlig abgehoben. Hey, was machst du da? Oh, ich lasse meine Playlist laufen. Hör mal rein. Oh, wow. Jetzt verstehe ich. Diese Playlist ist genial. Denke, ich sollte auch mal langsam anfangen. Juhu, ganz kleiner Kranich. Ja, mein Kranich ist auch fertig und bereit für ein Tänzchen. Sieh sie dir an, sie führen einen richtigen Regentanz auf. was ist denn bei denen los? Und woher kommt diese Musik? Wow, mir ist auch nach Tanzen zumute. Mann, ist das langweilig. Oh, der Zauberer-Typ ist zurück. Mal sehen, was er jetzt will. Die nächste Aufgabe ist eine Blume. Los geht's. Okay, ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Hey, ja, ich hatte gehofft, du könntest mir helfen. Danke. Bitteschön und einmal unterschreiben, bitte. Danke, hier sind Ihre Rosen. Schönen Tag noch. Hey, Zauberer, hier sind meine Rosen. Wie bitte? Nee, so war das nicht gemeint. Gebt euch mehr Mühe. Na schön, dann würde ich mal etwas anderes ausprobieren. Okay, ein bisschen davon und hier auch noch. Und jetzt ist die Schere dran. Okay, ich denke, das wäre es dann. Tada! Was soll das denn wieder? Ha, da hast du wohl wieder versagt. Dann ist jetzt mal meine Schere an der Reihe. Aber zuerst wird gefaltet. Okay, ich ziehe mit Lineal und Bleistift eine Linie. Und jetzt wird geschnibbelt. Ich schneide einfach schmale Streifen bis hin zu der Markierungslinie. Von einer Seite bis zur anderen. Dann klappen wir es auf. Oh, das sieht ja cool aus. Jetzt tragen wir hier unten Klebstoff auf. Und dann falten wir die Seite rüber und kleben sie fest. Jetzt brauche ich einen grünen Strohhalm und noch mehr Klebstoff. Ich trage rings um das Ende des Strohhalms Kleber auf. Wunderbar. Und klebe dann den Strohhalm an das Papier. Ich rolle es einfach auf. Weiter, weiter, weiter. Und dasselbe machen wir jetzt mit einem weiteren Blatt. Das sieht ja grandios aus. So, meine Blume ist fertig. Oh, ich sehe schon. Das hast du wirklich gut gemacht. Was? Oh, ich fürchte, er hat recht. Die ist wirklich hübsch. Oh, sie sieht so traurig aus. Hey, sieh mal, ich habe auch eine für dich gebastelt. Oh, eine lila Blume. Vielen Dank. Du bist so eine tolle Freundin. Oh, ihre Freundschaft ist gerettet. Hm, wo habe ich das nur hingelegt? Igitt, eine Maus. Eine was? Eine Maus? Im Haus? Oh mein Gott. Oh, da ist mein T-Shirt. Mist. Die blöde Maus hat es ruiniert. Es hat jetzt ein riesiges Loch. Mami! Schatz, geht es dir gut? Hat dich die Maus erschreckt? Nein, aber sie hat mein rotes Lieblings-T-Shirt ruiniert. Mein Gott, das ist ein sehr großes Loch. Hm, aber vielleicht kann ich etwas aus dem Nichts machen. Wir haben ein großes Loch, das weg muss. Da haben wir es. Ich habe einfach alles abgeschnitten und fertig. Jetzt muss ich mit dem Rest des T-Shirts weiterarbeiten. Ich muss aber noch ein paar Schritte machen. Keine Sorge, das wird schon. Ich werde einfach um den Ausschnitt herumschneiden und auch ihn entfernen. Gut, dann fange ich an, in der Mitte des T-Shirts zu schneiden. Aber nur auf der Vorderseite, nicht auf der Rückseite. Ich werde diese Ränder hier oben falten und dann eine Rüsche nähen. Keine Sorge, es ist kinderleicht zu nähen. Einfach raffen und den Faden durchziehen. Fertig! Einfach vorne binden und schon hast du ein süßes Crop Top. Wow, Mama, ich bin total beeindruckt, was du da geschafft hast. Ich bin begeistert, vielen Dank. Oh, noch eine Sache, wir wollen nicht, dass du dich erkältest. Moment mal, Mama, dieser Schal hat auch ein Loch. Ach, diese doofen Mäuse, wir können ihnen wirklich nicht entkommen, nicht wahr?
Was ist das? Die Maus! Da läuft sie! Mist, ich habe Eis auf meine Bluse verschüttet. Verflixt. Kann dieser Tag noch schlimmer werden? Jetzt muss ich mich umziehen. Mal sehen. Nun mag ich keins dieser Oberteile. Mal sehen, was ich noch hier drin habe, was ich anziehen könnte. Oh Gott sei Dank, Sie sind hier. Perfekt. Ich brauche deine Hilfe. Ach du meine Güte, das ist eine Notsituation. Mal sehen, was ich hier habe, das funktionieren könnte. Oh, was ist mit diesem bedruckten Seidenhemd? Oh ja, das wäre gut gewesen. Hey, du hast mich verfehlt. Ups, ich wollte sie anziehen, nicht den Stuhl. Das ist schon in Ordnung. Ich habe etwas anderes, das auch funktionieren wird. Oh, die Hausmeisterei ist vorbei. Dafür sehe ich nämlich zu gut aus. Tut mir leid. Aber keine Sorge, das Beste hebe ich mir für den Schluss auf. Wie wäre es denn, wenn ich das einfach mal an mir selbst ausprobiere? Das war's. Keine schicken Möbel oder Hausmeisterin mehr. Das sollte genügen. Ich hoffe, dass dies die Kosten deckt. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Puh, was für ein Tag. Ich kann gar nicht glauben, wie schlecht sie im Kleiderwerfen war. Aber jetzt ist alles besser. Zeit zum Unterricht zu gehen. Na also, geht doch. Diese niedliche Luftballondekoration ist fertig. Okay, mal sehen, was wir im Kühlschrank haben. Mal sehen. Ich weiß, dass ich ein spezielles Essen geplant hatte. Ah, hier ist es. Gut, dass ich es beschriftet hatte. Und jetzt die Kerze. Ahem. Alles Gute zum Geburtstag, Annie. Hä? Was ist das? Was ist denn da los? Eine Überraschungsparty nur für mich? Aber natürlich alles Gute zum Geburtstag. Und jetzt wünsch dir was. Juhu! Ich kann es kaum erwarten, meinen Geburtstagskohl zu essen. Lass mich hier nur ein Blatt abreißen. So. Lecker. So frisch. Ich nehme gleich noch ein Blatt. Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Ich bin so froh, dass du deinen Kohl magst. Oh, für mich? Tja, ich schätze, ich könnte auch ein kleines bisschen davon essen. Wow, schau mal, was in der Mitte meines Kohlkopfs ist. Ein Bonbon. Das ist der beste Geburtstag aller Zeiten. Es ist auch mit Orangengeschmack. Ich weiß, dass das dein Favorit ist. Genau, aber hier ist es noch besser, wenn ich es mit dir teile. Das war der letzte Band und voilà, fertig. Mal sehen, ich weiß es nicht. Wird dir das gefallen? Alles Gute zum Geburtstag, Emma, mein Schatz. Hier ist dein Kuchen. Was? Der Kuchen ist schrecklich. Das ist überhaupt nicht das, was ich wollte. Uff, nee. Können Sie das verbessern? Nun, ich sehe mal, was ich tun kann. Vielleicht kann ich stattdessen einfach ein paar dieser Dekorationen anbringen. So, geschafft. Und die sieht exquisit aus. Das ist wirklich anders. Ich frage mich, ob er ihr gefallen wird. Oh, ein Cupcake auf meinen Kuchen. Toll. Aua, mein Zahn. Mom, warum hast du mir das angetan? Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Es muss doch noch etwas geben, was wir tun können. Ach ja, richtig. Sie liebt frisches Obst über alles. Mit den Produkten in dieser Schüssel können Sie sicher was anfangen. Ja, natürlich. Ich bin ja schließlich ein Konditor. Wir verwenden oft Obst. Diese Ausstechformen helfen beim Design. Ich werde sie auf den Fruchtschnitten verwenden. Sie werden niedlich aussehen. Wer will schon langweilige Früchte, wenn man stattdessen Sterne und Blumen haben kann? Nun, da sie ausgeschnitten sind, ist es Zeit, den Kuchen zu dekorieren. Zum Glück ist auf der Torte genug Raum für alle Fruchtscheiben. Und schon ist der Kuchen fertig. Voila! Wie finden Sie das? Bravo! Das ist ganz sicher ein Meisterwerk von einem Kuchen. Alles Gute zum Geburtstag, Emma, mein Schatz. Und hier ist dein Kuchen. Oh, wow. Ich liebe den Kuchen und ich liebe frisches Obst. Mmm, das ist so lecker. Nur das Beste für mein perfektes Geburtstagsmädchen. Alles Gute zum Geburtstag. Ich glaube, ich bin bereit für den Schulbeginn. Hey, das sind meine Stifte. Oh nein, sie sind jetzt total zerquetscht. Unglaublich, wo soll ich sie jetzt hinlegen? Oh, bin ich etwa draufgetreten? Upsi. Ich werde wohl besser meine Marker und Stifte herausholen. Hm, das sollte für heute reichen. Nun zu meinen Notizbüchern, Mappen und Heftern. Ich denke, ich kann versuchen, sie hier wieder reinzustellen. Ach du meine Güte, es ist einfach erbärmlich, ihr zuzusehen. Ich denke, ich könnte ihr etwas helfen. Hey Annie, hier, die kannst du heute für den Unterricht benutzen. Für mich? Echt jetzt? Wahnsinn! Vielen Dank, Emma. Bitte sehr. Juhu, schau dir diese tollen Schulsachen an. Ich habe eine tolle Idee. Ich nehme diese Gummibänder und spanne sie über den Umschlag der Mappe. Und jetzt werden diese Gummibänder meine Sachen an ihrem Platz halten. Ich kann sogar noch mehr auf der Innenseite des Umschlags unterbringen.
Wow, da passt wirklich eine Menge rein und jetzt sind all meine Sachen organisiert und sicher. Gut gemacht, Annie. Danke, aber ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Ich schätze, es ist Zeit, mit dem Unterricht zu beginnen. Nochmals vielen Dank, Emma. Mal sehen, was wir mit der freien Fläche anfangen können. Die Lichter werden sehr schön aussehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob die reichen. Haha, ich hab dich erschreckt, weil ich ein Geist bin. Mama, Mama, guck mal, ich bin ein Geist. Was, wenn ich? Hä? Oh, Essie, da bist du ja. Und das ist perfekt. Vielen Dank, dass du mir das gebracht hast. So hilfsbereit. Ha. Oh, was ist das? Ach, der Ball, mit dem Essie gespielt hatte. Sie tat so, als wäre es der Mond. Oh ja, ich denke, der passt gut zu meinem Design. Okay, zuerst schneide ich den Ball in der Mitte durch. Ich habe zwei Hälften und gestalte eine davon. Es kommt Farbe ins Spiel. Ich fange mit Orange an. Ich male das gesamte Styropor an. Fertig, einmal komplett angemalt. Und mit dem Schwamm kann ich Farbakzente auftragen. Ich tupfe einfach etwas braune Farbe auf. Und jetzt noch weiß. Damit tupfe ich einfach rund ums Braun und Orange. Das war's. Ich finde, das sieht ziemlich gut aus. Schau dir das an. Hier ist der süße Mars und auch der Rest des Sonnensystems. Oh, oh je. Wow, mein Zimmer. Die ganzen Planeten und Sterne, alles für mich? Natürlich, eine Astronautin braucht doch einen Raum zum Erkunden. Ich bin müde. Ich muss schlafen gehen. Komm, Sterni, lass uns ein Schläfchen machen. Zu viele Eichhörnchen auf dem Mars. Hä? Oh mein Gott, sie schläft auf dem harten Boden. Das kann ich nicht zulassen. Sie braucht eine Unterlage. Die Puzzlematte ist sehr gut. Und jetzt rolle ich sie einfach rüber, dann hat sie es bequemer. Puh, das ist erstmal okay. Oh, jetzt ist sie wieder rübergerollt. Dann rolle ich sie wieder zurück. Phew, Mutter sein ist harte Arbeit. Es muss doch etwas geben, wie ich das Problem lösen kann. Jetzt weiß ich, was zu tun ist. Ich schiebe das einfach hier hin. Und dann schiebe ich noch so ein Regal an die andere Seite. Und eins noch über ihren Kopf. Okay, um das zu bewegen, muss ich mich etwas mehr anstrengen. Puh, Matratzen lassen sich auch nur schwer schleppen. Das ist die erste und die zweite kommt auf die andere Seite. Super, als nächstes sind die Laken dran. Das sieht doch schon viel besser aus. Süß, aber ein Bett ohne Kissen, das geht doch nicht. Ah, gut geschlafen. Autsch! Hä? Wie bin ich hierher gekommen? Aua. Oh wow, ein Bett mit Sternen. Mami, hast du mir ein Bett gebaut? Ist das für mich? Mein Bett? Natürlich ist das für dich. Ja? Ich dekoriere die Regale mit Einhörnern und Pflanzen. Meine Bücher nicht vergessen. Und noch mehr Einhörner. Spielcontroller und Holly Dolly. Hier unten brauche ich auch Snacks und noch mehr Spielzeug. So, jetzt steht alles im Regal. Zeit fürs Bett. Das ist schön. Ich decke dich zu. Schlaf gut und süße Träume. So süß. Ich bin froh, dass ihr das Bett gefällt. Die Eichhörnchen haben einen Weltraumstein. Yeah, ich knacke gleich meinen eigenen Rekord. Nee, das nicht. Ich suche einen anderen Tisch. Hui, piep, piep. Aufpassen, ich komme. Brumm, brumm, brumm. Mein Bauch ist leer. Ich brauche was zu essen. Ja, ich weiß. Meine Flakes, das sind die besten. Ich nehme sie mit auf mein Fahrrad. Yay, Flakes auf meinem Fahrrad. Das ist so toll. Ich bin ein Tiger. Und ich esse mein Tigeressen. Was macht sie denn da? Ich sitze hier und suche nach einem Tisch, während Essie aus ihrem Fahrradkorb isst. Ich muss etwas dagegen tun. So geht das nicht. Ein Moment, Liebes. Ich brauche kurz dein Fahrrad. Bin gleich zurück. Okay, ich stelle ihr Rad hierher. Ich habe meine Handschuhe an, die Maske auf und meine Spraydose. Jetzt kann die Arbeit losgehen. Diese Farbe sieht schon mal viel besser aus. Wichtig ist, dass alles bedeckt ist. Und jetzt nehme ich ein gelbliches Orange und wandere am Rad nach oben. Ich denke, das wird ganz toll aussehen. Als nächstes dieses Grün. Oh, die Farbe gefällt mir sehr. Und dann kommt ein leuchtendes Gelb. Exzellent. Gut, ich denke, ich bin bereit für den nächsten Schritt. Diese runde Scheibe ist überraschend schwer. Tada, ich bin fertig. Ich habe ihr kleines Dreirad in einen süßen Tisch verwandelt. Ehrlich gesagt ist das nicht nur ein Tisch, sondern Kunst.
Essie, Liebes, schau mal, was ich hier für dich habe. Wow, ein Tisch für mein Zimmer? Schau, Holly Dolly, das sind Flakes zum Essen. Bitte schön, Schatz. Jetzt kannst du wie ein Mensch essen und nicht wie ein Tiger. Ja, aber jetzt kann ich wie ein Hai essen. Lecker, das macht Spaß. Oh, oh. Was? What? Ich mag diese Mascara-Marke. Die ist wie für mich geschaffen. Ich muss ihn nur gleichmäßig überall auftragen. Hä? Wo ist sie hin? Meine Palette ist weg. Oh, stimmt. Oh, Make-up. Ich sehe so hübsch aus. Ich bin die Hübscheste. Oh mein Gott, die Folge ist so spannend. Hm, ich kenne diesen Schauspieler. Ich frage mich nur, woher. Hey, wo ist mein Telefon? Ach, Essie. Ich schaue mich über die Kamera im Handy an. Ich will sehen, wie ich aussehe. Meine Katzenohren sind die besten. Ich sehe am besten aus. Ich bin die Beste auf der ganzen Welt. Essie, Schatz, was machst du da mit meinem Make-up und meinem Telefon? Hm, dagegen muss ich etwas unternehmen. Mal sehen, was habe ich hier im Lager? Was haben wir denn hier drüben? Oh, ein schöner langer Spiegel. Ach ja, der ist beschädigt. Mit dem kann ich trotzdem etwas anfangen. Ich brauche nur Dichtungsmasse. Ich fange in dieser Ecke an. An der anderen Ecke habe ich mehr zu tun. Ich ziehe eine kurvige Linie hier lang runter. So geht's. Okay, und jetzt fülle ich diesen Bereich aus. Genauso. Überall ist etwas drauf. Auf zum nächsten Schritt. Dafür brauche ich einen Küchenschwamm. Ich beginne mit dem Tupfen, um alles zu verteilen. Das Tupfen geht gut. Jetzt sieht es aus wie eine fluffige Wolke. Okay, dann natürlich noch Lichter. Kinder mögen kleine Lichter. Dann klebe ich etwas Watte über die Lichter. Oh wow, das sieht fantastisch aus. Essie, Schatz, lass deine Augen zu. Ich habe eine Überraschung für dich. Noch ein Stückchen weiter. Okay, schau. Wow, das ist ein Spiegel. Hast du den für mich gemacht, Mami? Nur für mich? Der ist so hübsch, genau wie ich. Ich mache ein Foto von ihm. Ich bin auch im Bild, weil das ist ja ein Spiegel. Total schön, Mama. Ich bin froh, dass er dir gefällt. Puh, bin ich erschöpft. Ich muss mich erholen. Saft. Kekse. Juhu, Videos. Okay, ich lege nur noch diese Matte hier hin. Das sieht gut aus. Oh, Schatz, du hast Krümel im Gesicht. So süß. Also gut, viel Spaß mit deinen Videos. Okay, zurück zu dem, was ich vorher gemacht habe. Oh, richtig, die Schlagsahne. Hä? Wo sind meine Kekse? Ich brauche mehr. Ups, ich habe Saft verschüttet. Oh nein. Hä? Alles in Ordnung da drüben? Ja, Mama, alles in Ordnung. Komm nicht her. Den Saft sieht man immer noch. Ja, ich weiß. Klebeband. Klebeband kriegt alles hin. Also auf das hier. Ich klebe einfach die ganze Matte mit Klebeband ab. Oh, ich weiß genau, was zu tun ist. Ich bemale die Matte. Malen macht Spaß. Ich nehme auch unterschiedliche Farben. Bunt ist schön. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau. Das sind meine Lieblingsfarben. Ich habe alle ausgemalt. Jetzt ziehe ich das Klebeband ab. Das brauche ich nicht mehr. Juhu, das ist die schönste Matte. Oh, hallo Mama. Hey Schatz, was geht hier vor sich? Oh, hast du das gemacht? Was für eine tolle Arbeit. Schauen wir uns an, wie das Zimmer geworden ist. Die umgekippten Regale wurden zum Bett. Spielzeug und Unrat wurden zu Möbelstücken. Die zusätzlichen Lichter verleihen dem Raum Glanz und Helligkeit. Und schließlich das Zimmer im Ganzen. Was für eine Veränderung! Und Essie scheint es auch zu gefallen. Ich finde, das ist ein großer Erfolg.